Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe der Wissenschaftsreihe Effekte Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit. Mein Name ist Hanna-Sophie Lüke und gemeinsam mit dem Effekte-Drehteam und dem Wissenschaftsbüro der Stadt Karlsruhe möchte ich Sie ganz herzlich aus dem Café nun in der Karlsruher Oststadt heute begrüßen. Wir haben aus dem Kopfsalat-Studio direkt hierhin ins Café nun mal gewechselt und bringen Kultur, Kreativszene und Wissenschaft heute für Sie hier bei Effekte zusammen. Unser Wissenschaftsdienstag steht heute unter dem Motto: Ohne Wasser ist alles nichts. Und das weiß auch kein Geringerer als James Bond. In dem Bond-Film von 2008, Ein Quantum Trost, dreht sich nämlich auch so einiges ums Wasser. Hier entdecken im Film James Bond und das Bond-Girl Camille eine Wüste, und zwar riesige Wasservorräte in einer Wüste. Der Drehort ist nämlich die Atacama-Wüste, die trockenste Wüste schlechthin auf der Erde, wo kaum ein Tropfen Wasser fällt. Und hier entdecken die beiden eben riesige Wasservorräte im Film, die der vermeintliche Umweltschützer Dominic Green dort versteckt hält. Der Ökomafiosi will diese Wasserschätze für teures Geld an die Regierung verkaufen und hat, um den Preis nochmal zu steigern, eine Dürre durch Staudämme herbeigeführt. Das ist natürlich ein Horrorszenario, das im Film die Bevölkerung verdursten lässt. Und das zeigt ganz deutlich, nicht Gold und Öl sind das teuerste Gut, sondern eben Wasser. Und das merkt auch Dominic Green am Ende des James-Bond-Films, wenn er von James Bond in der Wüste ausgesetzt wird, mit genau einer Flasche Öl zum Überleben. Wir haben heute bei Effekte spannende Gäste für Sie, die die Bedeutung von Wasser in ihren Vorträgen näher bringen. Und zwar nicht fiktiv, sondern faktenbasiert. Einen Wasserforscher und Pionier, der für nachhaltige Projekte in Afrika und Asien zuständig ist, was die Wasseraufbereitung angeht. Eine Wasseraktivistin, die uns erklären wird, warum wir in Deutschland eigentlich nie wieder Wasserflaschen schleppen müssten. Und einen Experten der Bundesanstalt für Wasserbau, der uns spannende Einblicke in die Verkehrswasserstraßen geben wird. Und ich hoffe, Sie haben Wissensdurst mitgebracht. Mit unserem ersten Vortragenden, Herrn Professor Jan Heunkes von der Hochschule Karlsruhe, reisen wir nach Ostafrika und Südostasien. Hier ist der Wassermangel bereits eines der zentralen Probleme. Auch der Klimawandel und seine Folgen machen beiden Kontinenten zu schaffen. Trockenheit, Dürren, Unwetter, Überflutungen, Krankheiten sind die Folgen. Die Pilotanlagen, die Herr Professor Jan Heunkes mit seinem Team in Afrika und Asien entwickelt hat, gehen beide Probleme an und schaffen dort eine nachhaltige Aquakultur vor Ort. Beim Pilotprojekt WACAP in Vietnam, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde, geht es vor allem um Arsenentfernung und Wasserentsalzung, um Grundwasserquellen und stillgelegte Brunnen wieder als Trinkwasserquelle nutzen zu können. Das zweite Pilotprojekt, ein EU-Projekt, kümmert sich um den Viktoriasee in Afrika. Vic in Aqua bietet ein neuartiges Filtersystem, um den Wasserschatz vor Ort, den zweitgrößten Süßwassersee der Welt, reinigen zu können und unter anderem wieder zur Fischzucht nutzbar machen zu können. Ich war bereits im Vorgespräch sehr beeindruckt von den Projekten von Herrn Professor Heunkes, weil sie der Bevölkerung vor Ort wirklich helfen können. Herr Professor Jan Heunkes von der Hochschule Karlsruhe ist gelernter Chemiker. Er hat in Chemie-Ingenieurwesen promoviert und ist einer der führenden Wasserforscher der Hochschule Karlsruhe. Hier ist er auch Lehrer und Forscher mit dem Schwerpunkt auf Umwelttechnik. Seien Sie gespannt auf seinen Vortrag Nachhaltige Wasseraufbereitung in Afrika und Südostasien. Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung. Wie schon angekündigt, geht es in meinem Vortrag um das Wasser. Ich möchte Ihnen einen Überblick geben über bestimmte Technologien, die wir einsetzen, neue Technologien, bewährte Technologien und dann, wie schon angekündigt, zwei unserer kürzlich abgeschlossenen Projekte in Ostafrika und in Vietnam dann entsprechend vorstellen. Die kurze Übersicht, zunächst mal eine Motivation, aber wir alle wissen, wurde ja schon angekündigt, wie wichtig das Wasser ist für die zukünftige Entwicklung an unserem Planeten. Und übrigens kann man mit Wasser auch, habe ich jetzt gerade kürzlich gelesen, sehr reich werden. Ein chinesischer Unternehmer ist mittlerweile der drittreichste Mensch in China geworden, nur durch den Verkauf von Mineralwasser.
Dann möchte ich ein paar Grundlagen erklären zum Thema Wasseraufbereitung, Wasseraufbereitungstechnologien, nur ganz knapp und kurz. Und dann, wie gesagt, die zwei Projekte vorstellen. Das sieht so aus, dass ich Ihnen ein paar Überblicksfolien präsentiere zur Einführung und dann jeweils noch einen fünfminütigen Video präsentiere, welcher von unserer Hochschule für das Projekt entsprechend angefertigt wurde. So, dieses Zitat ist, stelle ich noch mal ganz an den Anfang, eines von vielen, was die Bedeutung des Wassers in der Welt noch mal unterstreicht. Man muss sagen, bei uns, in unseren Breiten, vor allem in Deutschland, dachte man, dass Wassermangel, Wasserknappheit eigentlich nur die Länder betrifft in Afrika oder in Asien, wo es sehr trocken ist. Aber seit den letzten trockenen Sommern der letzten 3 Jahre geht man davon aus, dass bei uns, bedingt durch den Klimawandel, auch in Zukunft vielleicht es zu Wasserknappheit kommen könnte. Das rechte Bild hier auf der Folie zeigt einen ausgetrockneten Fluss während des trockenen Sommers in 2018. Diese Folie zeigt Ihnen den bisherigen zukünftigen Wasserbedarf, der natürlich sehr stark im Steigen begriffen ist, vor allem, also weltweit natürlich, und vor allem in den asiatischen Ländern, die mittlerweile sehr große Wasserverbraucher sind. Eigentlich, das soll mit dieser Folie gezeigt werden, haben wir auf unserem Planeten sehr viel Wasser, deswegen heißt er auch der blaue Planet, wie man auch vom Weltall, wenn man drauf schaut, sofort erkennt. Es ist allerdings so, dass 97% des Wassers Salzwasser sind, Meerwasser, und nicht direkt gebraucht werden kann, schon gar nicht als Trinkwasser. Und nur ein kleiner Teil, das sehen Sie in dieser Würfeldarstellung, 3% ist als Süßwasser verfügbar und davon wieder nur ein kleiner Teil als flüssiges Wasser, denn ein Großteil des Süßwassers ist im Eis sozusagen verborgen und nicht direkt zugänglich. Und so haben Sie also nur etwa 0,3% des Wassers zugänglich für unseren Gebrauch. Zudem ist das Wasser auf unserem Planeten natürlich sehr ungleich verteilt. Es gibt Gebiete wie in Kanada, die sehr feucht sind, sehr viel Wasser haben, und Gebiete wie in Afrika, Wüstengebiete, aride, semiaride Gebiete, die deutlich weniger Wasser haben. So, das Wasser, was derzeit genutzt wird weltweit, kommt hauptsächlich als Oberflächenwasser und als Grundwasser vor. Und die großen Abnehmer sind die Landwirtschaft, die Trinkwasserversorgung, die Industrie, die es als Prozesswasser braucht. Das ist sozusagen der Stand heute. Allerdings eben aufgrund der Wasserknappheit wird in Zukunft sicherlich wichtig, bisher nicht zugängliche Quellen, unkonventionelle Quellen zu nutzen. Das ist das saline, also das salzhaltige Wasser. Meerwasserentsalzung ist ein sehr großes Thema. Dann Brackwasser, das heißt also versalzene Grundwasserquellen, die genutzt werden können und müssen in Zukunft. Und natürlich auch ein großes Gebiet ist die Aufbereitung von Abwasser, sodass es wieder eingesetzt werden kann. Natürlich jetzt nicht direkt als Trinkwasser, das ist natürlich die große Herausforderung, sondern zum Beispiel als Prozesswasser. Das will ich mit der nächsten Folie dann noch zeigen, was hier jetzt in Zukunft bei der Wassernutzung wichtig wird. Zu beachten ist einfach so schlagwortartig. Die Frage ist dann schon am Anfang, wir sind ja gewohnt in Deutschland, Europa, dass alles zentral verarbeitet wird, also die Trinkwassergewinnung, dann das Abwasser zentral, alles entsprechend eingeordnet ist. Für Länder, die jetzt zum Beispiel neue Infrastruktur aufbauen, die noch nicht so weit sind, stellt sich die Frage, ob man es nicht dezentral günstiger und flexibler machen kann. Dann natürlich ein Riesenthema, wie schon bemerkt in der vorigen Folie, Wasserwiederverwendung. Das heißt also Kreislaufführung von Wasser, gebrauchtes Abwasser wieder nutzbar machen. Und dabei ist sehr wichtig natürlich die Einteilung in Qualitätsstufen. Nicht überall ist Trinkwasser nötig, so wie bei uns, dass wir sogar für die Toilettenspülung Trinkwasserqualität verwenden. Das ist also ein Luxus, den man sich in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr leisten kann. Und das Bild unten zeigt einen Ansatz, einen populären Ansatz, der weltweit schon vielfach durchgeführt wird, die Trennung in das sogenannte Grauwasser
Und in das Schwarzwasser, das Grauwasser, ist das Wasser aus der Dusche, aus der Küche, das wenig belastet ist. Das Schwarzwasser ist das Toilettenwasser. Und wenn man das trennt, kann man natürlich dann auch eine geschickte Kreislauflösung finden, dass man das Grauwasser aufbereitet und wiederverwendet, wieder zum Beispiel für die Toilettenspülung. Und das Schwarzwasser enthält viele Nährstoffe, Stickstoff und Phosphor. Und aus diesem Schwarzwasser kann zum Beispiel auch Biogas gewonnen werden, was dann energetisch genutzt werden kann. Diese Projekte gibt es vielfach in der Welt, zum Beispiel in Hamburg auch, kürzlich im Bericht. Und dann sehen Sie auf der rechten Seite unten ein Projekt, was in Indien läuft, in der Nähe von Pune. Auch da wurde Grauwasser, Schwarzwasser getrennt. Das Grauwasser wird mit einer Pflanzenkläranlage im Hof hinter dem Haus aufbereitet. Schwarzwasser wird separat behandelt. Und dann noch als vierten Punkt der Betrieb mit erneuerbaren Energien, auch sehr wichtig, nachhaltige Lösungen. Und auf der rechten Seite oben sehen Sie ein Foto von uns, von einer unserer Pilotanlagen in Vietnam, wo wir Photovoltaik und ein kleines Windrad zur energetischen Versorgung einer Wasseraufbereitungsanlage nutzen. Nochmal, um die Bedeutung der Qualitätsstufen hervorzuheben, in Deutschland verbraucht jeder durchschnittlich 120 Liter pro Tag, und von diesen 120 Litern Wasser, wie Sie auf der Folie sehen, ist nur ein geringer Teil, 30%, vielleicht ein bisschen mehr, unbedingt als Trinkwasser notwendig, ein Großteil, etwa ein Drittel. Hierfür ist kein Trinkwasser notwendig, für die Toilettenspülung. Und das unterstreicht nochmal die zukünftige Entwicklung, dass man denkt, wie kann man das entsprechend in Qualitätsstufen dann einteilen und dann entsprechend nutzen. Diese Folie zeigt jetzt die erste Technologie, die ich Ihnen vorstellen will, die wir auch einsetzen, schon seit vielen Jahren, die sogenannte Umkehrosmose. Das ist im Prinzip eine Filtration, eine Feinfiltration, mit, wenn man so will, sieht aus wie Kunststofffolien. Das sind also sogenannte Membranen, durch die das Wasser durchgepresst wird bei hohen Drücken, bei Meerwasserentsalzungsanlagen bis zu 70 Bar. Dann entsteht ein sogenanntes Permeat, das ist das saubere Wasser, das Trinkwasser, und ein Konzentrat, welches entsorgt werden muss oder zurück ins Meer geleitet wird. Und dieses aufbereitete Wasser ist befreit von Salzen, Viren, Bakterien und so weiter, also von sehr hoher Qualität. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann diese technisch genutzten Membranen, bei denen die Folien sozusagen mit Abstandshaltern aufgewickelt sind und die dann entsprechend in so genormten Größen eingesetzt werden. Die nächste Technologie ist eine relativ neue, die wir in Vietnam auch ausprobiert haben, die sogenannte kapazitive Deionisierung. Bei dieser Technologie wird das Wasser entsalzt durch Elektroden, also poröse Aktivkohleelektroden, Plus- und Minuspol. Durch diese elektrische Anziehung werden die Salzionen entsprechend eingelagert, Plus zu Minus und Minus zu Plus, bis die Elektroden sozusagen voll sind. Dann wird umgepolt und die Elektroden werden wieder abgereinigt sozusagen. Das heißt, wir haben eine Entsalzungsstufe, einen Entsalzungsschritt und dann einen Ausstoßschritt. Das heißt, dieses Konzentrat muss dann auch entsorgt werden. Immer eine Abfolge von Entsalzung und entsprechende Ausstoßung von diesem Konzentrat. Der Vorteil dieses Verfahrens gegenüber der Umkehrosmose ist, man braucht keine Hochdruckpumpen. Das kann sogar vielleicht im Gravitationsfluss durchgeführt werden und ist deswegen sehr energetisch sehr sparsam. Allerdings ist diese CDI oder dieses CDI-Verfahren nur einsetzbar bei sehr niedrigen Salzkonzentrationen. Also für Meerwasser geht es momentan noch nicht. Die dritte Technologie, die ich Ihnen mit dieser Folie vorstelle, ist die sogenannte Membran-Bioreaktortechnik. Hier geht es um die Aufbereitung von Abwasser. Sie alle kennen, das sieht man in der Mitte in der Folie, das Klärbecken in einem normalen Klärwerk. Da wird der Belebtschlamm belüftet und die Bakterien des Belebtschlamms reinigen das Wasser. Allerdings muss dann das Wasser vom Schlamm befreit werden durch sogenannte Absetzbecken im Nachlauf. Und diese Absetzbecken nehmen einen großen Platz ein. Das Membran-Bioreaktor-Verfahren funktioniert so, dass man auf die Absetzbecken verzichten kann
und die Reinigung sozusagen über Membranen macht. Das heißt, die Membranen werden eingetaucht in das Becken, werden von unten belüftet, dass die also so ein gewisser Selbstreinigungseffekt. Gleichzeitig werden die Bakterien mit Sauerstoff versorgt. Und diese Membranen, wie Sie unten dann sehen auf der Folie, können so Hohlfasermembranen sein, es können so Flachmembranen sein. Da gibt es also sehr, sehr viele Hersteller mittlerweile weltweit. Und nochmal zusammenfassend, der große Vorteil ist platzsparend. Ist natürlich dann interessant für die Industrie auch, industrielle Anwendung. Und zusätzlich ist das Wasser, was gefiltert wird durch diese Mikroporen, so 0,1 Mikrometer durchschnittliche Porenweite oder noch ein bisschen feiner, die halten Bakterien zurück, die halten Viren zurück. Das Wasser ist also hygienisch einwandfrei auch für Recycling dann anzuwenden. Das sehen Sie auf der rechten Seite. So, jetzt möchte ich Ihnen, wie schon angekündigt, das erste Projekt vorstellen, was wir in Vietnam durchgeführt haben, das WACA-Projekt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und zunächst mal die Probleme, die wir adressiert haben in Vietnam, vielen anderen Ländern in Südostasien auch, sind zwei große Probleme, die sich aufzeigen im Bereich Wasser. Das eine ist, im Grundwasser in vielen Gebieten eine sehr hohe Arsenkonzentration. Das Arsen ist natürlichen Ursprungs. Es wird also im Grundwasser sozusagen, im eisenhaltigen Grundwasser ausgewaschen aus den Sedimenten. Es ist also nicht irgendwo industriell erzeugt. Und das betrifft weite Gebiete in Vietnam, in Bangladesch, in Indien auch. Und es ist sehr toxisch. Der WHO-Grenzwert für Trinkwasser liegt bei genau 10 Mikrogramm pro Liter. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, 10 Mikrogramm pro Liter entspricht etwa 10 Zuckerwürfel aufgelöst in einem Schwimmbecken mit 50 Meter Länge. Also eine sehr, sehr kleine Konzentration, die da eingehalten werden muss. Das zweite Problem in Südostasien und in Vietnam, in den Flussdeltas, ist, dass es zu einer großen oder steigenden Versalzung kommt. Das ist zum einen durch eine Überentnahme, weil die Grundwässer stark herausgezogen werden, bedingt. Und zum anderen durch den steigenden Meeresspiegel, drückt es also immer mehr salzhaltiges Wasser auch in die Flussdeltas rein. Das schwankt natürlich je nach Regenzeit und Trockenzeit, aber man muss sich darauf einstellen, dass also diese Küstengebiete immer mehr Probleme haben mit versalzenen Grundwässern. So, diese Folie zeigt Ihnen jetzt, wie wir das Ganze angegangen sind mit unseren Partnern. Das war das Fraunhofer-Institut ISI hier in Karlsruhe, dann zwei deutsche Firmen, Fermanox und Spiegel. Wir haben die vietnamesisch-deutsche Universität noch als Partner gehabt und noch eine Firma in Vietnam. Und das Konzept sieht so aus, dass wir also für salines Grundwasser, welches mit Arsen und auch mit Eisen beaufschlagt ist, eine sogenannte In-Situ-Behandlung vorab anwenden. Da komme ich gleich noch dazu, wie das funktioniert. Und dann eben durch kapazitive Entionisierung entsalzen. Für nicht-Arsen- und eisenhaltiges Oberflächenwasser haben wir vor der kapazitiven Entionisierung eine Niederdruck-, also eine Niedrigenergie-Umkehrosmose vorgeschaltet, um energetisch besser zu sein. Und dann die kapazitive Entionisierung sozusagen als Feinreinigung, um dann eben Trinkwasser zu gewinnen. Wie gerade erwähnt, die Behandlung des Wassers, welchen das Grundwasser mit Eisen und Arsen behaftet ist, das ist ein Verfahren, was bei uns in Deutschland schon seit vielen Jahren zur Eisen- und Manganentfernung eingesetzt wird. Was allerdings neu ist, noch keine oder wenig Erfahrung hat, ist das Ganze zur Arsenentfernung zusätzlich anzuwenden. Das Verfahren sieht so aus, ganz einfach, in den Brunnen wird das Brunnenwasser entnommen, wird belüftet, also ohne Chemikalien, nur Luft zugegeben, Sauerstoff. Durch den Sauerstoff fällt Eisen und Mangan aus und das Arsen wird dabei adsorbiert und dann wird dieses Wasser wieder reinjiziert in den Brunnen und langfristig bildet sich so eine Oxidationszone
Und die Eisen- und die Arsenmengen bleiben sozusagen im Boden. Also es ist ein abfallfreies Verfahren, das ist der große Vorteil. Und man hat dann die Möglichkeit, wenn man das regelmäßig macht, sich die Oxidationszone erhält, dass man sauberes Wasser, arsenfreies Wasser, eisenfreies Wasser unterhalb der Grenzwerte dann langfristig gewinnen kann. Man muss nur dafür sorgen, dass immer wieder genügend Sauerstoff in den Boden kommt, damit die Zone, die Oxidationszone erhalten bleibt. Diese Folie zeigt Ihnen den Effekt dieses In-situ-Verfahrens, dass Sie nach 30, in diesem Fall hatten wir es nach 30 Tagen, bereits eine deutliche Absenkung der Eisen- und der Arsenwerte auf Trinkwasserniveau oder unter Trinkwasserniveau und konnten das beibehalten. Allerdings auf der rechten Seite sehen Sie, dass wir hinten gegen Ende dieser Versuchsreihe ein bisschen zu viel Wasser entnommen hatten, sodass da also die Eisen- und Arsenwerte wieder ein bisschen angestiegen sind. Das haben wir aber wieder reduziert und dann ging das entsprechend wieder zurück in den guten Bereich. Die Fotos zeigen Ihnen auch dann den Effekt, wie das Wasser vorher aussieht mit diesem ausgefällten Eisen und Mangan und dann nach dieser Behandlung schön klar und dann auch ein Foto der Anlage. So, im Folgenden kommt jetzt ein kurzes Video, der schon angekündigt war. Safe drinking water is scarce in many regions of Southeast Asia. In this video, we would like to show you how the VACUP project can help with groundwater contamination problems using efficient treatment plants in Vietnam. Rising sea levels and more extreme weather conditions, like tidal waves, leave groundwater and surface water with an increased salinization. Also, the groundwater in Vietnam shows high concentrations of arsenic, a highly poisonous substance, which is naturally washed out of sedimentary rocks. With the modular concept of VACUP, firstly, arsenic-laden groundwater is treated directly in the subsurface. This is done with an in-situ remediation process called ZAR. We will take a look at this shortly. Secondly, the water is purified through capacitive deionization, or CDI, to remove salt and obtain drinking water. If the water is higher in salt concentration, for example with either ground or surface water in coastal regions, another pre-treatment must be added to the process called low-pressure reverse osmosis. By combining these two technologies here, the energy consumption can be reduced and better desalinization results are achieved. Groundwater contaminated with poisonous arsenic is treated with a simple yet effective method called ZAR, subsurface arsenic removal, right in the ground, where it naturally occurs. First, the groundwater is pumped to the surface and enriched with oxygen. It is then pumped straight back into the ground, where a natural oxidization process starts. The iron in the water precipitates, meaning it drops to the edges of the zone, taking with it dissolved arsenic. The arsenic particles are now bound to the iron oxides and are no longer harmful. Afterwards, the water from the clear water zone around the well is pumped up to a storage tank, giving us safe water to drink. And this is what a ZAR plant looks like. In this project, the VACUP team set up the equipment in direct neighborhood to a Buddhist temple. Here, the groundwater is often contaminated by dangerous bacteria and viruses, since the community well is located very close to the sanitary facilities of the people who live there. Because each plant is adaptable to individual needs, it was not much of a problem to also install a UV lamp to get rid of critical bacteria. A second pilot plant was built in the Vietnamese province of Tra Vinh at the Mekong Delta. Here the purified water is also used for fish breeding. Because the VACUP project takes into account sustainability and environmental aspects, the team used a photovoltaic and wind energy system on the roof. As there is a higher salt concentration in the water, the CDI technology, capacitive deionization, is applied after the ZAR process. Let's take a look at this purification technique, which takes place after the arsenic removal. In step one, the saline water flows between two porous electrodes. An electrical voltage is applied, forcing the dissolved ions towards the positive and negative sides, and out of the water. When the electrodes are fully charged, the voltage is reversed in step two to release the adsorbed ions into a concentrated brine. The VACUP team makes sure this unwanted waste stream is disposed of responsibly.
In order to avoid that salts are reabsorbed during the regeneration step, ion exchange membranes are placed before each electrode. For the desalinization of surface water with even higher salinity, a third pilot plant was installed in the province of Kangya, at the delta of the Longtao River. In these remote areas, no freshwater wells are available, so water is shipped from the mainland every week. The combination of CDI and low-pressure reverse osmosis will therefore provide safe drinking water for the population. Since the beginning of the VACA project in 2016, significant results have been achieved. The project is managed by the University of Applied Sciences in Karlsruhe, Germany. Project coordinator is Professor Jan Hoenkes. We are always concerned to involve final thesis students, and we started with a very outstanding bachelor student with our first pilot plant. So we always like to have these to show our students something practical, how to deal in the real environment, not only staying in the lab, so moving out into the world. I was very lucky that I had really supportive people with me, and our local partners helped me really good with translations and to get technical equipment, and also the locals were very supportive and helped me where they could. It makes me proud to have participated in this project and to see that this technology really has the potential to create a big impact for the local people and create safe water. We can show in a real environment that it works, that it's not the science for scientific purpose, it's science for everybody, so for the society. Ich möchte Ihnen nun das zweite Projekt vorstellen, welches wir in Ostafrika am Viktoriasee durchgeführt haben. Dabei ging es um die Aufbereitung von Abwasser für eine Aquakultur, also für eine Fischzucht, und hatten, wie Sie hier sehen, folgende Probleme adressiert am Viktoriasee. Sehr große Umweltprobleme in den letzten Jahren hat sich herausgestellt durch die hohe Bevölkerungsdichte, Bevölkerungszuwachs. Dann Eutrophierung, das heißt Überdüngung des Sees, ist ein großes Thema. Wenn man also zu gewissen Jahreszeiten an den See kommt, ist er komplett grün, zugewachsen durch eine Wasserhyazinthe, das ist so wie ein Unkraut, also sieht aus wie ein Rasen. Und dieses Phänomen kommt durch die Überdüngung, dass also da zu viel wächst. Natürlich kann man dieses Unkraut auch ernten und dann energetisch zum Beispiel nutzen, aber es ist natürlich ein großes Problem, vor allem für die Fischerei, weil dann auch zum Teil nicht mehr genügend Sauerstoff im Wasser vorhanden ist. Und der See ist sowieso überfischt über viele Jahre. Und das hat zur Folge, dass die fischverarbeitende Industrie, die traditionell vorhanden war, ziemlich gelitten hat und einige Fabriken da schon zumachen mussten. Das sind unsere Partner gewesen. Wir waren insgesamt 11 Partner aus Europa, Italien, Deutschland, Dänemark, und hatten in Afrika Partner Anrainerstaaten, Tansania, Kenia und Uganda, und die haben uns kräftig unterstützt. Und wir haben eine Pilotanlage in Kisumu am See in Kenia dann aufgestellt. Das kommt im Folgenden dann noch näher. Zunächst mal das Konzept, was wir mit unseren Partnern zusammen entwickelt haben. Das Herzstück ist, wie gesagt, eine Aquakultur, also eine Fischzucht in Tanks. Das Wichtige dabei ist, dass das Wasser aufbereitet wird und im Kreis geführt wird. Also 95% des Wassers werden im Kreis geführt. Es gibt kleine Verluste durch Rückspülen der Filteranlage oder durch Verdunstung. Und diese Verluste werden aufgefüllt durch ein Abwasser, welches durch einen kleinen Membranbioreaktor aufbereitet wird. Hygienisch einwandfrei, wir haben viel untersucht, auch andere Inhaltsstoffe, und das wird also da entsprechend eingespeist. Zusätzlich haben wir mit diesem Membranbioreaktor behandelten Wasser auch noch ein kleines Gemüsefeld bewässert. Das hat den Leuten also vor Ort da sehr viel Spaß gemacht, da konnten sie also ihre Pflanzen ziehen, man konnte zeigen, dass die Wasserqualität da sehr gut war für diese Bewässerungsschritte. Dann haben wir die Anlage über Photovoltaik teilautonom betrieben, die war also am Netz auch,
und so etwa 40% wird durch die PV-Anlage gespeist, hauptsächlich deshalb, um die häufigen Stromausfälle im Netz zu überbrücken, was natürlich für eine Fischzucht, ich sag mal, tödlich ist, wenn die Fische keinen Sauerstoff mehr bekommen oder der MBR-Anlage über längere Zeit, dann hätte man da Ausfälle. Also das war das Ziel dieser PV-adressierten Anlage. Und dann hatten wir noch in Echtzeit eine Partnerfirma, die uns da entsprechende Sensorik zur Überwachung zur Verfügung gestellt hat und eingebracht hat. Das zeigt Ihnen den Membranbioreaktor, das war hauptsächlich unser Part von der Hochschule. Drei Kammern, ich will jetzt auf die Details nicht eingehen. In der untersten Kammer, also auf der linken Seite, sehen Sie die Filtration mit einem Modul, mit Flachmembranen, ein kommerzielles Modul mit etwa 6 Quadratmeter Fläche. Die Kapazität hier, die gewonnen wird an sauberem Wasser, sehen Sie, 3 bis 4 Kubikmeter pro Tag. Sie sehen auch auf der rechten Seite dann im optischen Eindruck, wie das Wasser reingeht, ziemlich dunkel und schwarz, wie es dann aus dem MBR-Reaktor hinten rauskommt. Also sehr beeindruckend. Und noch eine kleine zusätzliche Bemerkung. Wir haben in diesem Projekt auch eine Studie durchgeführt, indem wir die versucht haben, die kommerziellen Membranen durch eine zusätzliche Beschichtung zu verbessern. Das heißt in der Fachsprache Low Fouling, das heißt die Membranen besser abstoßend zu machen, damit also nicht so viel Organik auf der Oberfläche ist und der Wasserdurchfluss besser gegeben ist, um die Kapazität zu verbessern. Kann man sich so vorstellen wie beim Lotus-Effekt, dass also da diese Stoffe an der Oberfläche besser abperlen. Da haben wir so eine nanostrukturierte Oberflächenstruktur entwickelt mit unseren Partnern in Italien und ausprobiert auch. Das zeigt Ihnen jetzt die PV-Versorgung, also die Stromversorgung, teilautonom, wie erwähnt. Wir haben also 14 kW Photovoltaik verwendet, dann 30 Kilowattstunden Lithium-Akkus und nochmal zu erwähnen, hauptsächlich darum ging es, dass wir die Stromausfälle überbrücken können. Natürlich spart man auch Geld, indem man natürlich weniger Strom oder Energie von den Elektrizitätswerken vor Ort verwendet. Und da hat man natürlich ein erhebliches Einsparungspotenzial auch. Diese Folie zeigt Ihnen nochmal den Überblick auf der linken Seite über unsere gesamte Pilotanlage. Dann auf der rechten Seite sehen Sie, wie erwähnt, das schöne Feld mit dem Gemüse, was mit dem MBR-Wasser bewässert wird. Und unten sehen Sie dann die gezüchteten Fische. Es waren also vor allem Jungfische, die wir da gezüchtet haben, weil die besonders empfindlich sind und eine besonders gute Wasserqualität benötigen. So, und jetzt zeigen wir den zweiten Video. Water is the source of life. Every form of life on Earth needs water. Every plant, every animal, every human being. Water moves in its own cycle over and over again. It rises from the ground to form clouds and then rains down again. It also moves in and out of plants, animals and humans. We all know these natural cycles very well. Problems occur when there is too much wastewater coming from human activities, for example from factories or from homes. Safe water becomes scarce, which also affects food resources. But like in a natural water cycle, it can be treated in wastewater treatment plants and reused for human consumption and further activities. The EU-funded project Vikin Aqua proposes a robust, decentralized solution for the reuse of wastewater, which is less complex and less expensive than a treatment plant and offers a virtuous water cycle. The pilot in Kisumu, Kenya, is adapted to the local needs of the Lake Victoria region and filters wastewater so it can be reused in irrigation and fish breeding. This is how it works. The wastewater is led into this filtering system called Membrane Bioreactor, or MBR. It is based on the same working principle as common wastewater treatment plants. However, it has integrated fine filters, which are even able to remove bacteria and viruses.
The cleaned water is then used for the hatching of eggs and nurturing fingerlings of tilapia and African cuttlefish. Therefore, good quality male specimen can be dispatched to local fish farmers and a good contribution can be made to secure food in the region. Most of the water within the tanks can be used over and over again. Renewable energy in form of solar and biogas produced on site deliver electricity for the pilot. Smart but easy to use technology to keep an eye on the processes makes sure the water meets the necessary standards. But how did this project come about? The idea was formed at the University of Applied Sciences in Karlsruhe, Germany. We previously had a project on water treatment in Tanzania, in the Kilimanjaro area. And over there, I came to know about the problems at the Lake Victoria, or the environmental problems, and about the fishery problems and all these issues. And so we decided to develop a concept to support the people, to find a solution for these pressing issues. And so we developed a project on sustainable, environmentally friendly aquaculture. Professor Hoynckes brought together 11 partners from 7 European and African countries to further develop the idea and to adapt it to the specific challenges of Lake Victoria region in Kenya, Tanzania and Uganda. The project Vikinakra was born and received funding from the European Union's Research and Innovation Programme Horizon 2020. Vikinakra also wants to make sure the technical knowledge can be transferred to similar sites for more affordable, sustainable and environmentally friendly wastewater treatment and reuse. By building sites like this, jobs are created, safe water is secured, awareness raised and knowledge is transferred among the local population. The project is one of its kind within this region and we believe that it's going to change the lives of all people. Particular attention is paid to empowering women with new skills and opportunities to secure resources for their household and their own livelihoods. And you can take part too. Register on our website and choose the area where you want to get involved. We appeal to the locals to protect it with all their strength, with all their might, because over time this would be a big game changer in the way our things are run. We're also looking forward to more engagement with the locals as we produce the fingerlings from the water that would otherwise go to waste. So we hope that the impact that this will create in agriculture, especially as we demonstrate how the clean water can be used to produce food, it would go a long way in ensuring our food security. Finally, in the process, the spare cleaned water can be reused to water fields. So it all comes back to the natural water cycle. So, nachdem Sie jetzt hoffentlich einen guten Einblick bekommen haben in die oder Überblick in unsere beiden Projekte, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wollte ich jetzt am Schluss nochmal mit einer Folie das Wesentliche zusammenfassen für die Zukunft, was wir auch in den Projekten und immer wieder gezeigt haben, ist, dass die Wassernutzung in Zukunft sich um Qualitätsstufen kümmern muss. Das heißt also, man braucht nicht überall Trinkwasserqualität einzusetzen. Man kann das also viel effizienter nutzen, das Wasser. Das ist sehr wichtig in Zukunft. Dann die Wasseraufbereitung durch regenerative Energien, sprich Wind und Photovoltaik, gibt es auch schon viele Beispiele weltweit. Dann natürlich die Wiederverwendung in Kreisläufen von aufbereitetem Abwasser. Da sehen Sie auf der Folie so schematisch dargestellt, Kreisläufe zum Beispiel in Gebäuden, in Stadtteilen, wie es auch vielfach schon pilotiert wird weltweit. Das ist also eine sehr gute Möglichkeit, sehr flexibel und sehr modular die Systeme aufzubauen und natürlich die Effizienz zu verbessern. Und dann, last but not least, die Aufbereitung
von Wasserqualitäten, die bisher nicht zugänglich waren, also Entsalzung, Stichwort, so wie wir es in Vietnam gemacht haben, giftige Stoffe entfernen neben dem Arsen, spielt auch das Fluorid in Afrika zum Beispiel im Grundwasser eine Rolle, auch hier toxische Wasserqualitäten, die nicht zum Trinken geeignet sind, müssen verbessert werden. Und wir haben jetzt im Juni diesen Jahres ein Projekt, ein neues EU-Projekt gestartet, in dem geht es um die Entsalzung von Grundwasserquellen in Nordafrika, in Marokko, mit dem Ziel, dieses Wasser für die Bewässerung, für die landwirtschaftliche Bewässerung einzusetzen, zum Beispiel für Dattelpalmen, Olivenbäume und so weiter. Das ist dann, auch da werden wir die CDI einsetzen als Technologie, gekoppelt mit der Umkehrosmose, und wollen schauen, wie, ob wir das gekoppelt oder in welchen Bereichen welche Technologie ihre Stärke hat. Man muss dazu sagen noch, dass im landwirtschaftlichen Bereich jetzt nicht unbedingt Trinkwasserqualität eingesetzt werden muss, sondern dass man auch bei gewissen Pflanzen, die eine Salzresistenz aufweisen, mit höheren Salzmengen bewässern kann. Das wollen wir uns alles anschauen mit entsprechenden Partnern in Nordafrika und Europa. So, ich bin am Ende von meinem Vortrag und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Heunkes, vielen Dank für Ihren Vortrag, den wir gerade gehört haben, wo Sie uns Ihre Projekte erklärt haben. Vic in Aqua und Wakap in Vietnam und in Ostafrika, sehr wichtige Projekte für die Bevölkerung vor Ort. Und ich hätte am Anfang jetzt mal eine technische Nachfrage nochmal an Sie zum Verständnis für das Publikum. Können Sie noch mal kurz sagen, was ist der Unterschied zwischen der Umkehrosmose, von der Sie gesprochen haben, und der kapazitiven Entionisierung? Es geht ja da vor allem um den Salzwasseranteil, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Das Prinzip der Entsalzung ist ganz unterschiedlich. Also bei der Umkehrosmose, wie gesagt, hat man Filter, also Membranen werden die da genannt, und das Wasser wird mit hohem Druck durch diese Filter, durch diese Membran durchgedrückt und wird dabei gereinigt, entsalzt. Dazu sind sehr hohe Drücke nötig, wie gesagt, bei Meerwasser bis zu 70 Bar. Und dadurch ist es auch sehr energieintensiv im Verfahren. Bei der kapazitiven Entionisierung brauche ich keine aufwendigen Hochdruckpumpen, sondern das Wasser kann im Prinzip auch durch Gravitationsfluss durchfließen. Also ich brauche dann nur sehr geringe Druckunterschiede und ist dadurch energetisch günstiger. Allerdings ist zu beachten, dass die kapazitive Entionisierung nur im niedrigen Salzbereich sozusagen mit der Umkehrosmose konkurrieren kann. Mhm. Noch ist es nicht so, dass man zum Beispiel Meerwasserentsalzung nur mit CDI zustande bringt. Dann. Mhm. Ich denke, das Publikum wird sich dann den Vortrag auch noch mal anschauen, damit auch wirklich alles verstanden wird. Weil es war ja schon das Verfahren an sich sehr kompliziert und aufwendig, aber das versteht man sehr gut in Ihrem Vortrag. Aber ich frage jetzt trotzdem noch mal ein bisschen allgemeiner, einfach zum Verständnis von Ihren Projekten, die Sie haben. Speziell zum WACAP-Projekt in Vietnam. Wie kam das zustande? Hatten Sie da vorher schon Austausch mit der Bevölkerung vor Ort oder wie ist der Kontakt überhaupt zustande gekommen? Also der Kontakt nach Vietnam kam über die Vietnamesisch-Deutsche Hochschule zustande, in der ich gestartet etwa 9 bis 10 Jahren Blogvorlesungen gegeben habe im Bereich Umwelttechnik. So bin ich in Kontakt gekommen mit den Leuten von der Hochschule und auch mit den Leuten vor Ort. Habe auch einen Eindruck gekriegt über die Probleme, die geschildert wurden im Vortrag. Und dann hat sich das entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen gemeinsam, versuchen gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und das Schöne war auch noch, dass ein ehemaliger Masterstudent, ein Abgänger der Vietnamesisch-Deutschen Hochschule, seine eigene Firma gegründet hat zur Meerwasserentsalzung, fokussiert auf Fischerboote, so kleine Lösungen. Und der war auch im Projekt mit dabei, sodass wir also jetzt nicht nur deutsche Firmen waren, deutsche Partner, sondern vor Ort auch Leute hatten. Das ist sehr wichtig, die den Markt vor Ort auch verstehen und die Bedürfnisse der Leute. Das heißt, Sie haben jetzt vor Ort wirklich noch Leute, die das auch weiter betreuen aus Ihrem Team, die sogar dort geblieben sind. Das ist ja schon mal... Genau, das war uns sehr wichtig. Das ist eigentlich in den ganzen Projekten in den Entwicklungsländern sehr wichtig, dass man Leute vor Ort hat, vertrauenswürdige Leute, die das Projekt weiterführen. Am besten natürlich so wie in Vietnam, dass jemand eine eigene Firma gründet. Mhm.
Das ist uns eigentlich immer wichtig oder am wichtigsten. Und dann hat man die Gewähr, dass das auch weiterlebt, weil die Leute dann ein eigenes Interesse haben. Und wie wird das generell von den Leuten vor Ort akzeptiert, von der Bevölkerung vor Ort? Ja, also generell ist es so, dass natürlich jetzt, wenn eine Technologie aus Deutschland, aus hochentwickelten Ländern kommt, erstmal natürlich, ich sag mal, begrüßt wird. Klar, man hat da Vertrauen, dass die das besser können, wie vielleicht im eigenen Land. Der kritische Punkt ist natürlich, dass man dann auch natürlich zu Recht, dass die Leute immer skeptisch sind über Kosten. Immer okay, ist ja alles schön und gut, ihr könnt also das schön Qualität hinbekommen, aber ist für uns zu teuer. Ne? Wie soll man das bezahlen? Ne? Und da ist dann wichtig, dass man dann eben die Leute vor Ort, am besten eine Firma, mit ins Boot nimmt, die das dann anpassen. Ich kann mich noch genau erinnern, wie unser vietnamesischer Partner, eben der ehemalige Masterstudent, also nachdem er hier in Deutschland war, mit seiner Masterarbeit angefangen hat, mit seiner eigenen Firma und dann ein Preis gestartet ist für seine Entsalzungsanlage, der dreimal so hoch war. Er ist also im Laufe der Zeit immer weiter runter, hat das System auf den Markt optimiert und hat dann zum Schluss also wirklich einen Preis gehabt, der dann wirklich konkurrenzfähig war. Und das ist so ein bisschen das, was uns in Europa, in Deutschland fehlt, so ein bisschen der Blick, was ist machbar. Wir sind immer so fokussiert, natürlich Qualität, ganz top und alles gut, sind wir stolz. Ne? Aber es nützt einem nichts, wenn es die Leute dann nicht kaufen, wenn es nicht bezahlbar ist. Muss auch wirtschaftlich dann passen und sicher auch durch Schulungen dann noch gefördert werden, dass die Leute vor Ort das selber auch weiter verfolgen können. Das haben wir eigentlich immer in den Projekten jetzt auch dabei gehabt, Schulungen. Und wie heißt es so schön auf Neudeutsch, train the trainer, dass man also die Leute vor Ort schult, die es dann wieder weitertragen. Sie haben auch ein neues Projekt, ein neues EU-Projekt, Prima. Das wurde im Juni gestartet. Können Sie da noch mal kurz sagen, was das jetzt für ein Projekt ist? Ja, das ist also ein Projekt, da geht es um landwirtschaftliche Bewässerung. Und das Ziel des Projektes ist es, nachhaltig Wasser zu entsalzen, also in Nordafrika, also in Marokko, unser Hauptzielgebiet, sind viele Grundwasserquellen versalzen. Das Wasser kann man nicht mal für die Bewässerung, obwohl manche Pflanzen relativ viel Salz vertragen, nicht mehr verwenden. Und da ist es das Ziel zu entsalzen, eben mit der CDI, kombiniert mit der Umkehrosmose-Technologie und dann sozusagen maßgeschneiderte Wasserqualität für die Bewässerung anzubieten. Wie gesagt, das muss nicht Trinkwasser sein, das wäre wahrscheinlich dann nur zu viel, das wird dann auch natürlich entsprechend teuer, muss schauen. Und da haben wir gute Partner aus dem landwirtschaftlichen Bereich vor Ort, die dann wissen, was verträgt eine Dattelpalme, wie viel Salz kann da doch drin bleiben und das muss man auch vor Ort auch ausprobieren dann. Das heißt, das ist Ihr aktuelles Projekt und die beiden, die Sie jetzt eben im Vortrag erwähnt haben, WACAP und Wikin Aqua, sind abgeschlossen letztes Jahr abgeschlossen, genau. Aber es geht noch weiter zum Glück, wie gesagt, auch das in Afrika, da haben wir auch einen guten Partner, ein Ministerium vor Ort, die offiziell die Anlage sozusagen als Eigentum bekommen haben. Das wird alles geregelt und die das jetzt auch entsprechend weiterführen. Wir haben da immer noch Kontakt und sind da guten Mutes, dass das dann auch weitergeht entsprechend. Wenn das Publikum die Projekte weiterverfolgen möchte, wo kann man da vielleicht mal schauen im Internet? Ja, wenn Sie auf den Vortrag nochmal schauen, da sind Internetadressen angegeben und da sind alle weitere Informationen, auch Twitter, Facebook und so weiter. Da versuchen wir auch das entsprechend Schuhe zu halten. Ich fand es auch sehr interessant, wir haben das eben in den Videos, die Sie gezeigt haben, gesehen, dass Sie auch einen großen Schwerpunkt auf Frauenförderung legen, auch bei den beiden Projekten WACAP und Wikin Aqua. Wie sieht diese Frauenförderung konkret aus in den Ländern, zum Beispiel bei Ihrem Projekt jetzt in Afrika? Für welche Jobs werden die Frauen da vor Ort geschult? Also traditionell, das haben wir gelernt, ist die Fischzucht und auch die Landwirtschaft doch sehr stark, sagen wir mal, sind viele Jobs kreiert für Frauen, speziell, also auch im Handel und in der ganzen Abwicklung, Organisation. Und es war interessant, war eigentlich schon fast ein bisschen Zufall, dass wir eigentlich mit unseren vier afrikanischen Partnern, dass die jeweiligen Projektleiter eigentlich alles Frauen waren.
Also das war auch im Ministerium, haben wir, und die haben einen ganz tollen Job gemacht und sehr zuverlässig und da waren wir eigentlich sehr zufrieden. Jetzt in Marokko in dem neuen Projekt ist auch wieder wichtig. Ist bei EU-Projekten, sagen wir, immer ein Punkt, dass man einen Teil zeigen kann, dass man Frauenförderung mit dabei hat. Und da haben wir jetzt ein Gebiet, da geht es um Arganpflanzen, also das Arganöl, was hier auch bekannt ist, Kosmetikbereich zum Beispiel. Und das ist traditionell auch die Kooperativen geführt von Frauen. Und das wollen wir dann entsprechend mit ausbauen. Das passt dann auch ganz gut. Und das kann man dann auch im Direktvertrieb erwerben, dass man dann auch weiß, wenn man das Arganöl hier kauft, dass es von dort kommt und auch den Frauen dort zugutekommt. Es gibt ja, weiß ich jetzt im Detail nicht, wir haben ja unsere Partner unten, die dann auch Zugang haben zu den Kooperativen. Es gibt Direktvertrieb, dass man das also hier auch erstehen kann, genau. Wenn wir noch mal kurz jetzt auf das Thema Arsen eingehen in Vietnam bei Ihrem Projekt. Wie ist das eigentlich jetzt hier bei uns in Deutschland? Haben wir hier komplett sauberes Trinkwasser oder ist hier auch Arsen im Grundwasser teilweise vorhanden? Also Arsen spielt in Deutschland keine Rolle, zum Glück. Also es gibt ganz wenige Quellen. In der Pfalz drüben habe ich mal gelernt, da war mal eine Quelle, die ein bisschen mehr, also über diesen 10 Mikrogramm, das hat vielleicht dann 20 Mikrogramm gehabt, ein bisschen drüber war. Und dann können wir noch sagen, naja, dann legen wir die Quelle still und nehmen unser Wasser woanders her. Also bei uns kein Problem. Wenn man Richtung Osteuropa geht, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, dann sieht es schon anders aus. Da gibt es also wirklich Gebiete, auch in Ungarn, die große Probleme haben mit Arsen. Es hängt halt immer von den hydrogeologischen Verhältnissen ab im Untergrund. Ja. Aber hier in Deutschland könnten wir dann in Sachen Nachhaltigkeit das Problem mit den Plastikflaschen dann auch nochmal ganz anders angehen, dadurch, dass wir hier auch so gutes Trinkwasser haben. Da kommen wir dann auch im nächsten Vortrag dann nochmal speziell drauf. Aber nochmal kurz abschließend zur Wasserwiederverwendung, dieses Stichwort. Das könnte ja auch bei uns in Deutschland ein großes Thema werden, oder? Ja, sicherlich. Also wie gesagt, wenn jetzt die Sommer weiterhin so trocken bleiben und das Grundwasser sich nicht wieder auffüllt im Winter, viele Gebiete schränken ja schon den Wasserverbrauch entsprechend ein, schon jetzt. Weiß man nicht, aber man vermutet, dass mit dem Klimawandel das ein langfristiger Trend ist. Und dann sind natürlich Themen wie Wasserwiederverwendung, also Aufbereitung von Abwasser und Wiederverwendung ein großes Thema. Wir waren ja mit unserem WACKER-Projekt in einem Verbundprojekt vom BMBF. Das waren insgesamt 13 Projekte und da einige Kollegen haben sich sehr intensiv auch hier in Deutschland mit der Aufbereitung und Wiederverwendung von Abwässern befasst und zur Pflanzen, zur Bewässerung und so weiter. Und das wird sicherlich, da bin ich überzeugt, ein Thema sein, was die nächsten Jahre uns auch intensiv noch beschäftigen wird. Ist natürlich schwierig, vielleicht das noch, weil wir ja traditionell diese Trennung haben zwischen Trinkwasser und Abwasser, also rechtlich. Da muss auch noch einiges natürlich gemacht werden, damit man, also da ist man immer am Kämpfen, sage ich mal, dass man sowas auch akzeptiert kriegt. Aber ich denke, es ist immer eine Frage des Drucks. Gell? Ja. Wenn der Druck der Wasserknappheit genügend groß ist, dann ist man auch bereit, sich da zu bewegen. Bisher waren wir halt verwöhnt, ne? Da haben wir also viel Wasser gehabt, gute Qualität und mussten an Aufbereitung von Abwasser überhaupt nicht denken. Aber ich bin überzeugt, das wird sich ändern in den nächsten Jahrzehnten. Das ist ja zum Beispiel in Vietnam anders. Ne? Da unterscheiden die zwischen Brauchwasser und Trinkwasser. Ja, also auch da sind andere Gesetzmäßigkeiten und die unterscheiden zwischen Brauchwasser und Trinkwasser, haben wir auch gelernt. Also gerade beim Arsen, im Trinkwasser natürlich WHO-Standard, keine Frage. Aber im Brauchwasser, wenn man das jetzt zum Spülen nimmt oder zum Waschen, sind da andere Grenzwerte. Aber so hat jedes Land eben seine eigene Gesetzgebung, genau. Ja, Herr Heunkes, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihren Vortrag und für Ihre tollen Projekte, die Sie angehen in Afrika und Asien, jetzt auch in Ihr neues Projekt ist in Marokko, richtig? Genau. Ja, genau. Und ich werde die Projekte auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich denke, auch das Publikum wird sehr interessiert sein, da weiter Neuigkeiten zu bekommen, was Sie da vor Ort wirklich erreichen können. Auch Gratulation dazu für Ihre Arbeit. Und ja, ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg und sage Dankeschön, dass Sie hier sind, hier im Café Nun in der Karlsruher Oststadt. Und ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Sie für die nette Befragung. Danke sehr.
Liebes Effekte-Publikum, wir haben es gerade von Herrn Professor Heunkes von der Hochschule Karlsruhe gehört. Auch hier in Deutschland ist der Plastikmüllverbrauch von Wasserflaschen ein großes Problem. Dabei könnte es gerade hier ganz anders sein, denn wir haben hier in Deutschland hochwertiges Trinkwasser, das direkt aus dem Leitungshahn zu uns kommt. Unser zweiter Gast bei Effekte ist Eva Wendeberg. Sie ist Geoökologin und Wasseraktivistin. Als lokale Aktionskraft im Wasserquartier Karlsruhe, auch hier übrigens in der Karlsruher Oststadt ansässig, engagiert sie sich dafür, den Bürgerinnen und Bürgern die Qualität von Leitungswasser näher zu bringen und ein bisschen mit dem schönen Bilder-Marketing der Flaschenwasserkonzerne zu brechen. ETIP, TEP nennt sich der gemeinnützige Verein, in dem sie tätig ist, auf Deutsch ein Tipp Leitungswasser. Und in ihrem Vortrag plädiert sie vor allem für eins: zum Faulsein. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ihr habt ja gerade schon eine ganz nette Einführung bekommen. Ich bin Eva von ETIP-TAP. ETIP-TAP setzt sich schon seit ungefähr 10 Jahren für Leitungswasser ein und ist ein gemeinnütziger Verein. Und damit ihr auch wisst, wovon ich hier heute rede, gibt es auch ganz kurz eine Vorstellung von dem Projekt, in dem ich da gerade tätig bin, hier in Karlsruhe. ETIP-TAP ist ja nämlich eigentlich ein Berliner Verein, der aber auch in Karlsruhe also durch mich vorhanden ist. Hier seht ihr einen Überblick über die 13 Wasserquartiere, in denen wir aktiv sind. Und ja, das Projekt Wasserwende hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Menschen für Leitungswasser zu begeistern, um dadurch zum Klimaschutz beizutragen. Es ist vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit finanziert im Rahmen der NKI, der Nationalen Klimaschutzinitiative. Und ja, was machen wir eigentlich hier in Karlsruhe zum Beispiel bei Infoveranstaltungen oder Bürgerfesten, jetzt im Moment natürlich auch online? Klären wir Fragen über Trinkwasser auf. In Kitas und Schulen sind wir zum Beispiel aktiv und machen Bildungsworkshops. Und wir beraten auch Unternehmen und Organisationen und unterstützen sie dabei, einen Umstieg zu Trinkwasser zu schaffen. Hier in Karlsruhe sind wir in der Oststadt und in der Innenstadt Ost aktiv. Und hier seht ihr zum Beispiel eine Aktion, die Anfang dieses Jahres stattgefunden hat. Da waren wir in der Tula-Schule mit türkischen Müttern und haben dort uns über Leitungswasser, über Trinkwasser ausgetauscht. Ja, warum brauchen wir eigentlich eine Wasserwende? Warum machen wir dieses Projekt überhaupt? Da habe ich euch mal hier diese Grafik mitgebracht, die den Flaschenwasserkonsum in Deutschland zeigt. Und ja, 1970 waren wir ungefähr bei 13 Litern Flaschenwasser pro Person. Und ja, in den letzten Jahren ist es ziemlich angestiegen. Der aktuelle Wert ist von 2017. Da geht man von ungefähr 180 Litern pro Person aus. Das heißt, seit 1970 hat sich der Flaschenwasserkonsum in Deutschland mehr als verzehnfacht. Dann lass uns mal das Leitungswasser ein kleines bisschen genauer anschauen. Welche Gründe gibt es denn, die für Leitungswasser sprechen? Ich habe euch heute mal 5 Gründe mitgebracht. Es gibt natürlich noch ein paar mehr. Im Vergleich zu Flaschenwasser lässt sich eine ganze Menge an CO2 einsparen und dadurch zum Klimaschutz beitragen. Das heißt, mit Leitungswasser kann man CO2 sparen. Um das ein bisschen besser fassen zu können, habe ich euch mal hier eine Grafik mitgebracht, die den Weg des jeweiligen Wassers verdeutlicht. Links seht ihr den Weg des Trinkwassers. Der erste Schritt ist auch bei beiden gleich. Es wird Wasser hoch befördert aus dem Tiefbrunnen und anschließend behandelt. Und dann beim Trinkwasser ist der nächste Schritt, dass es durch die Rohrsysteme weiter transportiert wird bis zu euch nach Hause, bis zu eurem Wasserhahn. Anschließend kann das Wasser natürlich noch gekühlt oder mit CO2 versetzt werden.
auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite, jetzt der Weg des Mineralwassers. Da ist ja der wichtige Aspekt, dass wir Flaschen brauchen. Das heißt, wir brauchen erstmal noch die Flaschenproduktion. Die Flaschen müssen gereinigt und ja dann aufgefüllt werden. Und anschließend ist ja noch der Weg, der auch den größten CO2-Aspekt ausmacht, der Transport der Flaschen in den Supermarkt. Da ist zum Beispiel der wichtige Punkt, woher kommt denn meine Mineralquelle und wo ist mein Supermarkt? Also wie viele Kilometer liegen denn dazwischen, die der LKW zurücklegen muss? Danach ist die Flasche im Supermarkt, aber immer noch nicht bei euch zu Hause. Ja, man muss sie ja auch noch nach Hause transportieren, das passiert oftmals mit dem Auto. Im Vergleich zu Trinkwasser hat Mineralwasser eine CO2-Bilanz von 202 Gramm ungefähr, Gramm CO2 pro Liter. Und ja, rechnet man diese CO2-Emission hoch auf den jährlichen Flaschenkonsum, Flaschenwasserkonsum der Deutschen, also diese 181 Liter, wird klar, es geht hier um ungefähr 3 Millionen Tonnen CO2, die hier dahinter stecken. Ein kleiner netter Tipp: hier in Karlsruhe ist der Wasserversorger sogar klimaneutral. Das heißt, statt den 0,35 Gramm CO2 fallen eigentlich gar keine CO2-Emissionen bei dem Leitungswasser hier aus Karlsruhe an. Aber nicht erschrecken, eine kleine Rechnung mitgebracht, die aber sehr schön verdeutlicht, was den CO2-Rucksack von CO2 angeht. Da geht man von einer Familie mit Kind zum Beispiel aus, drei Personen, und da können ungefähr 332 Kilo CO2 pro Jahr eingespart werden. Können Sie gerne zu Hause nochmal nachrechnen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der natürlich auch schon auf der Hand liegt, ist, dass Plastikmüll vermieden wird. Dazu ein schöner Fakt: in Deutschland fallen pro Kopf ungefähr 38,5 Kilogramm Plastikverpackungsabfall an. Das macht ungefähr 740 Gramm pro Woche, also eine ganze Menge. Und ja, davon können leider nur ungefähr 15% wirklich recycelt werden. Also das mit dem Recycling ist ja so eine Sache. Ein weiterer Grund für Leitungswasser ist, dass man natürlich Geld spart. Also dafür habe ich euch auch mal eine kleine Rechnung mitgebracht. Wir gehen noch mal davon aus, wir haben drei Personen, eine Familie mit Kind, die ungefähr 1,5 Liter pro Tag trinkt. Hochgerechnet, wenn man Flaschenwasser konsumiert, gibt man ungefähr 1.150 Euro pro Jahr aus. Vergleich dazu, hier Trinkwasser aus der Leitung sind es ungefähr nur 8 Euro. Das heißt, man könnte pro Jahr als diese kleine Familie 1.140 Euro ungefähr einsparen. Einfach nur durch Leitungswasser trinken. Und ein weiterer schöner Grund für Leitungswasser ist, dass es eine Top-Qualität hat hier in Deutschland. Nämlich hier in Deutschland gibt es die Trinkwasserverordnung, die besagt, dass Trinkwasser klar, geruchslos, farblos, geschmacklich einwandfrei und ohne jegliche gesundheitsschädigende Eigenschaften sein soll. Außerdem wird es regelmäßig durch das Gesundheitsamt kontrolliert. Im Vergleich zu der Mineralwasserverordnung werden bei der Trinkwasserverordnung auch viel mehr Parameter getestet. Also statt 19 ungefähr 62. Das heißt, es wird einfach besser kontrolliert. Und Leitungswasser wird nicht umsonst als das am besten kontrollierte Lebensmittel bezeichnet. Da steckt wirklich Potenzial dahinter. Ich habe euch hier mal für Karlsruhe ein paar Werte, also einen Teil der Wertetabelle mitgebracht. Diese Infos, also zum Beispiel dem Kalzium- und Magnesiumgehalt des Trinkwassers, findet ihr auch ganz einfach auf der Seite von den Stadtwerken. Da werden auch Bestandteile, mikrobiologische Bestandteile oder auch Aspekte wie Pestizide aufgeführt, die man dort ganz gut transparent nachschauen kann und bei Fragen die Stadtwerke auch immer gut kontaktieren kann. Und heute habt ihr den Benefit, dass ihr dabei seid, weil wir verlosen heute im Rahmen dieser Veranstaltung an die ersten 5, die sich bei uns melden, einen Wassertest, wenn dies erwünscht ist. Dafür habt ihr die Bedingung, dass ihr in der Oststadt oder Innenstadt Ost wohnt. Also
kontaktiert uns sehr gerne am Ende mit Hilfe der Kontaktdaten auf der Präsentation oder online, wenn ihr einen Wassertest euch wünscht. Der fünfte Grund für Leitungswasser ist, dass Leitungswasser unheimlich bequem ist. Man muss es nicht schleppen, man muss es nicht lagern, also es ist platzsparend und es ist immer verfügbar. Also man macht den Hahn auf, Leitungswasser kommt raus und man kann es trinken. Und das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Deswegen passt auch hier dieser Satz sehr schön dazu. Imagine you could save the world by being cheap and lazy. Also stell dir vor, du kannst die Welt retten, indem du Kosten sparst und dabei auch noch faul bist. Und das geht beim Leitungswasser trinken super gut. Ja, wenn ihr euch gefragt habt, was ihr denn unter Mix machen sollt, wenn man ja eigentlich, wie komme ich denn an Wasser dran, wenn ich unterwegs bin? Da gibt es auch in Karlsruhe, vielleicht habt ihr es auch schon entdeckt, ein paar Trinkbrunnen, historische Trinkbrunnen gibt es hier, die ja an vielen verschiedenen Orten sind, auf denen man auch bedenkenlos Wasser trinken kann. Und es gibt noch die Refillstationen. Es gibt auch einige Cafés, die da in Karlsruhe zum Beispiel mitmachen. Ja, wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, bei der Wasserwende ein kleines bisschen mitzuwirken oder euch einfach noch ein paar mehr Infos darüber wünscht, probier es doch einfach mal aus. Mach mal den Wasserhahn auf und probier mal das Leitungswasser bei dir zu Hause. Was ihr auch dazu beitragen könnt, ist, dass man sich einfach mit anderen Menschen darüber austauscht. Weil oftmals steckt auch viel Skepsis dahinter und hinzuziehen, vielleicht auch von uns, wenn er uns kontaktiert. Wir haben die Stadtwerke als Partner, können wir auch darüber nochmal sprechen und zum Beispiel auch Vorurteile ausräumen. Und ja, wir freuen uns natürlich auch immer über Unterstützung. Also falls ihr Lust habt, auf die eine oder andere Art und Weise mitzuwirken, meldet euch auch sehr gerne, um mitzumachen bei der Wasserwende. Ja, liebes Effekte-Publikum, jetzt sitze ich hier mit Frau Eva Wendeberg von ETIP-TEP, ein Tipp Leitungswasser, der gemeinnützige Verein. Und wir sitzen hier an der Bar im Café Nun und trinken bestes Leitungswasser. Prost, denn Frau Wendeberg, das Besondere am Café Nun ist ja tatsächlich eine Refill-Station. Genau. Wir haben das Café Nun als Refill-Station auszeichnen dürfen. Und das heißt, dass man hier einfach vorbeikommen darf, um seine Wasserflasche aufzufüllen, wenn man hier auf dem Weg vorbeikommt. Natürlich ist es jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil es ja nicht so oft offen hat, aber hoffen natürlich, dass es bald wieder ganz normal möglich ist. Also die Cafés unterstützen tatsächlich auch aktiv das Leitungswasser trinken? Kommt drauf an. Also gerade wenn man halt unterwegs ist und also man braucht ja dann jetzt nicht plötzlich einen kompletten Liter. Manchmal reicht auch so ein halber Liter, dass man einfach seinen Durst stillen kann. Und dafür setzen sich auch ein paar Cafés hier in Karlsruhe ein. Denn man kann ja auch noch genügend anderes bestellen in so einem Café und in einer Bar. aber sehr gutes Trinkwasser hier auch in Karlsruhe. Wie ist das denn jetzt, wenn man kein Leitungswasser mag, wenn man einfach diesen Geschmack nicht so gut haben kann? Gibt es da irgendeinen Tipp, einen Trick, was man da machen kann? Ja, gibt es einen ziemlich coolen Tipp. Man kann etwas, was man gerne mag, ein Obst oder ein Gemüse, klein schnippeln und das einfach in das Leitungswasser geben, um ein bisschen einwirken lassen. Dann hat es einen schönen Infused-Geschmack, der einfach den Geschmack, den man gerne mag, dann unterstützt und man das Wasser dann auch so genießen kann. Es ist ja auch spannend, also können wir auch mal zu Hause austesten, wie unterschiedlich eigentlich Wasser schmeckt. Also machen das auch sehr gerne mit Menschen auf der Straße, so eine kleine Wassergeschmacksprobe. Da ist es halt auch so ein bisschen, das, was man schon öfters getrunken hat, mag man natürlich, ist man gewöhnt und es bekommt einen bekannt vor, aber ja, man kann tatsächlich Unterschiede schmecken in Wasser. Was wären da so Beispiele, was Sie sich da mixen in Ihren Wasserdrink? Ja, zum Beispiel Erdbeeren und Minze ist zum Beispiel sehr eine leckere Kombination. Und das, was man einfach an Früchten auch gerade bekommt, kann man eigentlich auch vieles austesten, was einem so schmeckt. Sie haben es ja gerade gesagt, es gibt eigentlich total viele Möglichkeiten, was man mit Wasser alles machen kann. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass auch hier in Deutschland unglaublich viel Wasser in Flaschen gekauft wird. Warum ist das denn so?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben ja vorher den Flaschenwasserkonsum gesehen, der bei 180 Litern aktuell in Deutschland ungefähr liegt. Und ich denke, dass das ganz, ganz viel mit Gewohnheit zu tun hat. Also Wasser trinken ist ja eine Alltagshandlung. Wir machen das tagtäglich und tagtäglich werden wir aber auch bewusst und unbewusst mit Werbung konfrontiert. Das heißt, es gibt, ja, weiß nicht, habt ihr bestimmt auch schon mal festgestellt, ganz, ganz viel Werbung für Flaschenwasser im Fernsehen, im Radio oder auf Plakaten. Aber für Leitungswasser gibt es eigentlich gar keine Werbung. Außer zum Beispiel die Stadtwerke Karlsruhe haben ein Plakat, aber das ist wirklich die Ausnahme, Seltenheit. Und ja, so sind Menschen oft gar nicht bewusst, dass sie Wasser aus der Leitung so einfach trinken können. Und ja, wie gesagt, das ist eine Gewohnheit. Sie haben das schon oftmals jahrelang gemacht, so die Flaschen einfach gekauft und daraus getrunken. Es ist vielleicht ein komisches Gefühl, das erste Mal den Wasserhahn aufzumachen, ein Glas runterzuhalten. Das ist ja auch verständlich. Also gerade, das ist ja auch Gewohnheiten zu ändern in unserem Alltagsleben, ist immer eine Herausforderung und vollkommen verständlich, dass es auch erstmal komisch erscheint, sowas zu ändern, weil wir sind halt einfach Gewohnheitstiere. Wenn man sich halt darüber nachdenkt, sind die Gewohnheiten manchmal auch hinterfragt. Also wir sind ja hier auch in einer Wegwerfgesellschaft und haben einen schnelllebigen Lebensstil. Da machen wir uns oft gar keine Gedanken, was eigentlich vorher und nachher passiert. Also woher kommt denn die Flasche mit dem Wasser, also die Plastikflasche zum Beispiel? Und was passiert mit ihr am Ende? Darüber machen wir uns oft gar keine Gedanken. Und ja, wenn wir das uns tun, das ist aber schon der erste Schritt, Gewohnheiten zu ändern. Und dann ist dann der Schritt, mal was auszuprobieren. Also einfach mal zu testen, wie das einfach so schmeckt. Und was sagen Sie Leuten, die da so ein bisschen Bedenken haben, was jetzt zum Beispiel den Kalkanteil angeht? Ist Kalk irgendwie schädlich, wenn wir da zu viel Leitungswasser zu uns nehmen? Es ist auch gerade für Karlsruhe hier eine ganz wichtige Frage. Also Karlsruhe wird ja auch oft als Kalksruhe bezeichnet. Kalksruhe? Kalksruhe, weil das Leitungswasser hier relativ kalkhaltig ist. Aber was ist denn Kalk eigentlich? Kalk ist Calciumcarbonat und ja, besteht aus Calciumionen. Und ja, vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen schon Calcium. Das ist ein ganz wichtiges Mineral, das natürlich im Mineralwasser auch vorkommt. Also das, was im Leitungswasser der Kalk ist, sind im Mineralwasser die Mineralien. Und ja, leider kommt da auch wieder dieser Marketing-Effekt da rein, dass ja, das Wasser einfach eine negative Bezeichnung erhält. Dabei ist ja Calcium einfach ein ganz natürliches, wichtiges Mineral, dass wir durch die Nahrung auch viel aufnehmen oder halt auch durch Wasser. Und ist das überall gleich gut, das Trinkwasser in Deutschland und auch in Karlsruhe? Oder gibt es nochmal Unterschiede in den Regionen, dass man sagt, in der einen Region ist es vielleicht ein bisschen kritischer, nur Leitungswasser zu trinken und in der anderen ist es total super sauber? Also in ganz Karlsruhe gilt ja die Trinkwasserverordnung, das heißt in ganz Deutschland gilt die Trinkwasserverordnung. Also in ganz Deutschland ist das Trinkwasser von Top-Qualität, also es werden überall die Standards eingehalten. Und natürlich gibt es regionale Unterschiede, gerade was den Mineraliengehalt anbelangt. Aber von der Sicherheit, von der Qualität her, kann man da bedenkenlos den Wasserhahn aufmachen. Ja. Jetzt noch mal eine Frage zum Wasserquartier, wo Sie ja tätig sind in Karlsruhe. Wie kann man da sich denn engagieren, wenn man denn möchte, ehrenamtlich? Mhm. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, das ist auch das Schöne, dass wenn jemand irgendwie Lust hat, da ein bisschen mitzuwirken, auf welche Art und Weise immer, ist man da, ja, kann uns sich gerne melden. Da, zum Beispiel kann man uns unterstützen bei Bildungsaktionen, bei Workshops mitwirken oder natürlich auch bei Straßenfesten, wenn sie dann wieder möglich sind, besser. Also draußen vielleicht dann auch wieder im Frühjahr vielleicht mehr. Und aber auch auf technische Art und Weise, vielleicht grafisch auch, wenn jemand da irgendwie Lust hat, auch gerne Fotos macht zum Beispiel.
es viele verschiedene Möglichkeiten, da aktiv zu werden. Also kann man sich auch kreativ einbringen von Seite des Marketings. Ist, denke ich, dann auch noch was nötig im Vergleich zu den Flaschenwasserkonzernen. Vielen Dank, Eva Wendeberg. Und ich würde sagen, stoßen wir noch mal an auf das gesunde Leitungswasser in Deutschland. Und danke für den Besuch hier im Café Nun und bei der Effekte-Reihe. Vielen Dank auch. Liebes Publikum, viele Wege führen nach Karlsruhe. Ich bin heute nicht mit dem Fahrrad angereist aus Köln, aber es gibt eine wunderschöne Wasserstraße von Köln nach Karlsruhe, nämlich den Rheinradweg. Über 350 Kilometer immer stromaufwärts am Rhein entlang, das geht. Und was wären Städte wie Köln oder Karlsruhe ohne den Rhein? Eine der faszinierendsten Wasserstraßen. Der Rhein ist eine Erholungsquelle für uns, ein schönes Fotomotiv auch für Touristen. Aber er ist noch so viel mehr. Er kann Energie erzeugen, wir nutzen ihn zur Wasserversorgung und zur Entwässerung. Er ist Europas bedeutendste Wasserstraße und eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt, wo also Schiff- und Güterverkehr stattfindet. Mit Johann Gottfried Tuller hat alles angefangen. Er hat im 19. Jahrhundert die Rheinbegradigung durchgeführt. Kurz gesagt, er hat den Rhein in Form gebracht und die Wasserwege verkürzt, damit er für die Schifffahrt genutzt werden konnte. Was hat das für Folgen für uns heute? Wie können wir den Rhein effektiv für uns nutzen, ihn trotzdem sauber halten und das Gewässer und die Lebensräume für Tiere schützen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich in Baden-Württemberg die Bundesanstalt für Wasserbau. Sie ist eine Forschungseinheit, die in der nationalen und internationalen Fachwelt sehr renommiert ist und ihren Hauptsitz hier in Karlsruhe hat. Und die BAW, so wird sie genannt, hat auch eine eigene Bibliothek, die online kostenlos zur Verfügung steht. Ich habe auch mal darin gestöbert. Es gibt dort um die 18.000 historischen Bilder von Bundesverkehrswasserstraßen. Wie unserem Rhein zum Beispiel, da kann man dann sehen, wie eine Schleuse gebaut wird oder wie die Bauweise früher funktioniert hat. Und das ist nicht nur für Wasser- und Schifffahrtsspezialisten interessant, sondern bestimmt auch für Sie. Unser Vortragender Heinrich Armbruster ist 1973 zur BAW gekommen, hat als Grund- und Wasserbauer dort gearbeitet. Seit 2003 arbeitet er am historischen Bildarchiv der BAW, das er selbst aufgebaut hat. Heinrich Armbruster wird Ihnen den historischen Bilderschatz der Bundesverkehrswasserstraßen jetzt in seinem Vortrag näher bringen. Und ich sage viel Spaß dabei. Wir schalten jetzt ins Kopfsalatstudio. Auch nach Karlsruhe, allerdings jetzt mal in die Südweststadt. Ja, vielen Dank, Frau Lücke, für die Einführung meiner Person. Ich habe als Thema die Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe und das historische Bildarchiv. Ich muss da gleich ein bisschen was dazu sagen. Wir beschäftigen uns mit dem Verkehrswasserbau. Das heißt, es ist eingeschränkt, alles, was mit Schifffahrt zu tun hat, und Transport von Gütern, das ist Verkehrswasserbau. Ich möchte Ihnen Informationen geben zu den Problemen eben dieses Verkehrswasserbaus anhand eines technisch orientierten Systems. Diese Systematik habe ich mir gewählt, um Ihnen ein bisschen zu zeigen, was Verkehrswasserbau bedeutet. Und es wird dann angereichert mit entsprechenden Bildern. Diese Bilder, damit hoffe ich, kann ich Ihnen in Ihr Interesse im Thema so wecken, dass Sie dann selbst in diesen vielen tausenden Bilder stöbern können. Alle Bilder, die ich zeige, sind im historischen Bildarchiv nachweisbar. Schwieriger wird es sein, sie zu finden. Zunächst zum Ablauf der Präsentation. Die Bundesanstalt wurde Ihnen zum Teil schon vorgestellt, da kann ich Ihnen kurz machen. Dann zur Entstehung des historischen Bildarchivs, wie man damit arbeitet. Dann kommen Bilder zu Baustellen und fertigen Bauten an diesen Verkehrswasserstraßen und besondere Bauwerke, besondere Aspekte. Was ist die Bundesanstalt? Eine technisch-wissenschaftliche Bundesoberbehörde des Verkehrsministeriums. Sie beschäftigt sich mit verkehrsbaulichen Forschung und Entwicklung, Neubau und Ausbau von Binnenwasserstraßen und es gehören auch die Seestrecken dazu. Das heißt, wir machen auch Hafenbau und Küstenschutz. Und im historischen Bildarchiv wird digitalisiertes Bildmaterial zur Geschichte der Wasserstraßen öffentlich zur Verfügung. Dafür haben wir ja eine eigene Abteilung geschaffen. Ja, die Initiatoren dieses Bildarchivs
sind der Leiter der Dienststelle, Dr. Christoph Heinzelmann oder Professor Dr. Christoph Heinzelmann und der Abteilungsleiter Zentraler Service, leitender Regierungsdirektor Peter Weinmann. Die haben das initiiert. Wer wirkt da mit oder wirkte mit? Ein ehemaliger Referatsleiter Abteilung Wasserbau, Dr. Rosbach, den Sie rechts im Bild sehen. Dann ich selbst als ehemaliger Referatsleiter Abteilung Geotechnik. Links, Sie können mich sicherlich sofort wieder. Und die Frau Schulz, die ehemalige Mitarbeiterin der Verwaltung war. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bibliothek, Herr Kiesel, ist leider inzwischen gestorben. Der hat die ersten Jahre uns begleitet. Jetzt ist das die Frau Schulz. Dann ist die Firma Arxio noch stark beteiligt, denn sie macht die Adaptionen bestehender Programme, einschließlich eines Programms, das von der Bundesanstalt schon bestand und überarbeitet wurde. Jetzt ist die Frage, woher stammt das Bildmaterial und was ist historisch? Also das Bildmaterial, das ist relativ einfach zu sagen. Bei Großbaustellen gab es früher Berufsfotografen, zum Beispiel eine Großbaustelle, die 3 bis 4 Jahre bestanden hat, hat den Berufsfotografen bis zu 2500 Bildern abgenötigt. Davon haben wir zum Beispiel beim Hebewerk Niederfienhof, das ich Ihnen noch zeigen werde, 500 ins historische Bildarchiv übernommen. Das heißt, wir wählen aus, wo haben wir die sonst noch her, von Leuten, die dort beschäftigt waren. Einschließlich unserer eigenen Leute. Wir haben ja bis zu 16.000 Beschäftigte früher mal gehabt, inzwischen sind es weniger. Die haben natürlich auch Aufnahmen gemacht. Die Aufnahmen wurden an die Ämter, an die Direktionen geschickt, unter anderem auch in die Bundesanstalt. Und die haben wir zum Teil schon gesammelt und wieder eingebaut. Dann gibt es auch ganz viele Bilder, die uns Leute zur Verfügung stellen, die dort auf der Baustelle waren, selbst geknipst haben und gesagt haben, das wäre doch was, nachdem sie erfahren haben, dass wir sowas haben. Jetzt zum Begriff historisch. Der ist nicht so einfach. Wir haben versucht herauszukriegen, was man unter Historie versteht. Ich mache es ganz kurz. Wir verstehen darunter, dass wir Bilder nehmen von Baustellen oder Gebäuden, die ein bestimmtes Alter besitzen und zum Teil heute nicht mehr so sind, wie sie mal gebaut wurden, falls sie überhaupt noch teilweise bestehen. Und da haben wir uns festgelegt, auf ungefähr 50 Jahre ist das Minimum, dass ein Bild alt sein sollte, um eingestellt zu werden. Ein paar Ausnahmen gibt es bei neueren Bauwerken, zum Beispiel Staustufe Iversheim hier in der Gegend. Die ist erst 43 Jahre alt, aber eines Tages wird sie auch die 50 haben. Die haben wir ja schon zum Teil drin. So, wie bekommen Sie den Zugang zum historischen Bildarchiv? Variante 1, Sie gehen ins Netz unter IZW Medienarchiv, BAW.de, Search. Oder Variante 2, Sie gehen auf unsere Homepage. Die Homepage der BAW ist, gehen Sie rein, dann gehen Sie auf Service und Wissen, Unterabteilung weitere Angebote, Unterabteilung historisches Bildarchiv und da sind Sie dann drin. Ja, zurzeit sind es 19.000 bis 20.000 Bilder, so genau wissen wir selber kaum. So, wenn Sie das anklicken, dann sehen Sie IZW Medienarchiv und da gehen Sie dann auf Suche und in diese Suche rein, in die Zeile der Suche, schreiben Sie Ihre Stichworte, die Sie haben. Es gibt ganz viele Stichworte, selbstverständlich, zum Beispiel Schleuse. Wenn Sie Schleuse eingeben, bekommen Sie ungefähr 2000 Schleusen. Also müssen Sie sich noch eingeben, wo soll die Schleuse sein? Zum Beispiel am Neckar. So, dann kriegen Sie alle Schleusen am Neckar. Sie kriegen aber, wenn Sie jetzt noch weitergeben, auch noch, in welcher Stadt Sie die Schleuse haben wollen und so weiter und so fort. Das ist also wie Google. Ich nenne das immer einfach unser Wasserbau Google. Jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Wir haben ganz viele Bundeswasserstraßen. Hier ist die Karte etwas verzerrt. Und da sehen Sie, dass, ich zeige es Ihnen mal hier, alle Flüsse, alle größeren Flüsse, Ems, Weser, Elbe, Oder und deren Nebenflüsse, die fließen alle in Richtung Norden. Außer der Donau, die Sie hier sehen. Die Donau fließt tatsächlich nach Süden, das wissen Sie ja, durch Österreich durch und so weiter. Das sind also Flüsse und an diesen Flüssen arbeiten wir. Wir machen sie verkehrstüchtig auf zwei Arten. Darüber rede ich dann noch. Dann sehen Sie hier noch Querverbindungen. Das sind die sogenannten Kanäle. Der größte Kanal ist der Mittellandkanal. Und Kanäle verbinden Wasserstraßen miteinander. Zum Beispiel wird die Ems mit der Elbe über die Weser verbunden mit einem 300 Kilometer langen Kanal,
den sogenannten Mittellandkanal. Und dann gibt es noch ein Stück zwischen dem Main und der Donau. Das ist der Main-Donau-Kanal, der das verbindet. Und diese beiden Flussarten oder Wasserarten sind völlig unterschiedlich zu behandeln, wenn Sie darin etwas machen wollen. Wir reden jetzt darüber, was für Bauarbeiten brauchen Sie, wenn Sie den Ausbau von Flüssen machen. Die wichtigste Voraussetzung ist immer, das Wasser muss in jeder Bauphase komplett abfließen können. Das heißt also, Sie dürfen nicht so bauen, dass Sie das Wasser stauen oder irgendwie sonst was machen. Das heißt, der erste Punkt, es handelt sich um Veränderungen des Querschnitts. Da bauen Sie noch nichts hinein. Sie bauen die Sohle aus, Sie bauen das Ufer aus. Ich zeige Ihnen hier mal zum Beispiel der Kaiman, das ist ein Taucherschacht. In dem Taucherschacht können Sie die Sohle erkundigen. Warum brauchen Sie das? Sie müssen wissen, ob Sie irgendwelche Hindernisse auf der Sohle haben, die Sie beseitigen müssen. Und wenn, dann sehen Sie es auf der rechten Seite, brauchen Sie entsprechende Bagger. Dieser Bagger ist von 1920, den Sie da sehen. Der baut also die Sohle so, wie Sie sie brauchen können. Ein Bild auf der linken Seite ist das Bingerloch. Sie sehen, da müssen Schiffe durch und da gibt es lauter Hindernisse. Die müssen nicht alle beseitigt werden, das wäre eine Katastrophe. Aber sie müssen so bearbeitet werden, dass die Schiffe ordentlich fahren können. Das kann man machen, indem man die Sohle ausbaut. Man kann es aber auch so machen, wie auf der rechten Seite, dass sie den ganzen Querschnitt bearbeiten. Wenn sie wenig Wasser haben, können sie die Schiffe in dieser Rinne fließen lassen. Da ist dann der Wasserstand tief genug. Und das heißt, sie bauen sogenannte Buhnen ein. Das ist ein Modell. Aber wenn Sie in Karlsruhe leben, wissen Sie, bei Niedrigwasser sieht man diese Buhnen. Die dienen also der Schifffahrt und sind notwendig. Das war eine Veränderung des Querschnitts, ohne dass man hinein etwas baut. Nur man baut nur um. Die zweite Änderung, die es gibt, sind Staustufen. Das heißt, wir stauen einen Fluss auf. Das heißt, aufwärts hat er höheren Wasserstand als vorher. Und der Unterwasserstand wird entweder ein bisschen niedriger, oder muss manchmal nur die Sohle reguliert werden. Aber man benötigt dafür ein Stauelement. Und das Stauelement nennt man Wehr. Und außerdem muss natürlich nur ein geschlossenes Schleusentor da sein, sonst geht es natürlich nicht. Jetzt stelle ich Ihnen mal so eine Schaustufe vor. Ich nehme gerade die Iffezheimer. Die Iffezheimer ist, hier ist die Staustufe Gamsheim, die Staustufe Iffezheim, dazwischen 25 Kilometer. Das heißt, das Blau, das tiefdunkelblaue ist höherer Wasserstand, als er vorher war. Dann geht es 13 Meter runter und Sie sind im Unterwasser. Wie bauen Sie sowas? Wenn Sie diesen Fluss, das war der alte Fluss, der muss da bleiben, der wird ja benötigt, um bei jedem Abfluss wird Wasser abgeführt. Sie bauen also zuerst auf der einen Seite das Wehr, auf der anderen Seite die Schleuse. Solange Sie den noch bauen, meist im Trockenen oder Grundwasser, können Sie den Fluss lassen, wie er ist. Aber irgendwann werden Sie ihn natürlich schließen müssen und dann kann das Wasser nicht mehr durch den Fluss, aber dann ist ja die Schleuse fertig, dann ist das Wehr fertig, dann können Sie sogar schon steuern und das ganze Wasser, das ankommt, egal wie viel, geht entweder durch die Schleuse oder durch das Wehr. So, die Schleuse, die Staustufe Iffezheim sieht also hinterher folgendermaßen aus. Sie haben dieses hier im Trockenen gebaut, das ist das Wehr. Sie haben dieses hier im Trockenen gebaut, die Schleuse und das Kraftwerk. Und jetzt schließen Sie die ganze Geschichte hier durch einen Querdamm. Der Damm staut auf, aber auch Sie brauchen Längsdämme, die stauen auch auf, links und rechts. Und dann können Sie eben auch bei jedem Wasserabfluss, da geht ein Teil durchs Kraftwerk, ein Teil durch die Schleuse verloren, das kriegen Sie nicht wieder. Und das hier wird gesteuert. Hier gibt es noch eine extra Geschichte, das ist die Moder, das ist ein Nebenfluss. Und der Nebenfluss, der würde, wenn er in die Stau, der mündete vorher im Oberwasser, das heißt, er wäre mitgestaut worden, dann könnten Sie auf der Moder heute Schiff fahren, das will man aber nicht. Also musste man den umleiten und ins Unterwasser. Wenn Sie die Staustufe Neuburg-Weiher gebaut hätten, hätte man die Murg zum Beispiel in die Stauhaltung hineinnehmen können, dann wäre Rastatt als Hafenstadt geworden. Das wollte man nicht. Also
hätte man auch die Murg umgeleitet ins Unterwasser. Das heißt, jeder Eingriff, den Sie machen, muss gut bedacht sein. Hier sehen Sie die Staustufe Kachlet an der Donau. Das ist die alte Flusslinie und diese auch. Das heißt, Sie haben das große Glück, dass Sie hier bauen können im Trockenen und an dem Fluss gar nichts ändern. Aber Sie müssen, das bauen Sie also die Schleuse, dann bauen Sie einen Teil des Krafthauses oder das Ganze und vielleicht noch einen Teil des Wehrs. Aber irgendwann müssen Sie hier eine Lücke lassen für den Fluss. Der muss nämlich da durch. Und das zeigt das nächste Bild. Die Lücke, die sehen Sie jetzt hier. Das ist Krafthaus, ein Teil des Wehrs, ein anderer Teil des Wehrs. Und diese Lücke bleibt offen. Da sehen Sie noch die Spundwände. Und später, wenn es fertig ist, geht das Wasser über das Wehr bei Hochwasser durch die Schleuse und durchs Kraftwerk. Wir haben also Eingriffe, aber wir haben keinen Eingriff in einen Stadtbereich, weil Kachlet liegt so, dass kein Stadtbereich da ist. Dazu gibt es im Gegensatz eine Staustufe in Hameln an der Weser, die zeige ich Ihnen hier, bebaut wird, ich nehme das nächste Bild dazu, gebaut wird eine Schleuse, da war eine kleine 60 Meter lang, jetzt wird sie 200 Meter lang, aber Sie sind hier im Baugebiet. Und wenn Sie im Baugebiet sind, müssen Sie natürlich berücksichtigen, dass Sie ins Baugebiet etwas hineinbauen müssen und damit eine Riesenveränderung. Was Sie haben, das sehen Sie hier, Sie hatten Brücken da, sogar eine Riesenbrücke bis zu diesem mittleren Inselstück und dann geht es weiter und hier ist die Hauptstadt. Das bedeutet, dass Sie diese Brücke verändern müssen, die war eh baufällig, also hat man sie abreißen müssen, aber wenn Sie die Brücke abreißen, haben Sie ja keine Verbindung der Stadtteile miteinander. Hier auf der linken Seite sehen Sie, dass die Schleuse ins Baugebiet hinein musste, das heißt, da muss eine Uferverbesserung gemacht werden, da mussten Häuser abgerissen werden und so weiter und vor allen Dingen müssen die Brücken abgerissen werden. Also wenn Sie die Brücke aber behalten wollen, müssen Sie eine neue bauen. Das sehen Sie hier. Hier haben wir eine Notbrücke gemacht, damit man die alte Brücke abbauen kann. Und diese Brücke, die ursprünglich durchging, die hat man den unteren Teil oder den hinteren Teil abgerissen. Dann kann man jetzt so die Brücke benutzen. Und dann wird irgendwann mal die neue Brücke gebaut. Dann wird die abgerissen und das abgerissen. Und dann geht eine durchgehende Brücke. Sie haben also immer das Problem, dass Sie denn nicht nur den Fluss durchlassen können ständig, sondern Sie haben auch das Problem, dass Sie, wenn da Brücken sind, die abgerissen werden müssen, dass da der Verkehr noch möglich bleibt. Später sieht die Schleuse so aus, wie ich Ihnen hier zeige, über 200 Meter lang. Und die neue Brücke, kann man ganz knapp noch erkennen, ist jetzt fertig. Die blieb allerdings nur 15 Jahre fertig, dann kam der Krieg, dann war die Brücke wieder kaputt. Wenn Sie also einen Fluss umbauen, immer bei jedem Abfluss muss da sein, brauchen Sie Schleusen. Schleusen sind Bauwerke, die ein Obertor besitzen, ein Untertor. Das heißt, jeweils muss es schliefbar sein. Das Schiff fährt in die Schleuse hinein. Bei Oberwasser dann wird das zugemacht, das Obertor und das Untertor aufgemacht. Und dann fließt Wasser raus mit dem Schiff, das heißt, Sie verlieren an einer solchen Schleuse Wasser. Auf der rechten Seite sehen Sie die große Schleuse in Kachlet, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Die ist 24 Meter breit und das zweimal. Da haben wir nämlich zwei solche Schleusen. Das heißt, das Tor muss, es sind zwei Torhälften, die sehen Sie da. Das muss also geschlossen werden können, mit einem Mordsdruck natürlich. Sie haben einen 10 Meter Wasserdruck drauf. Und das Ganze ist 24 Meter breit, über 200 Meter lang. Ist also eine ordentliche Geschichte, die Sie brauchen, wenn Sie einen Fluss haben. Eine fertige Schleuse zeige ich Ihnen jetzt, eine Doppelschleuse. Da können die Schiffe, die sind jetzt im Unterwasser, die fahren hier rein, dann wird es zugemacht, dann wird es mit Oberwasser geflutet, die fahren also anschließend hoch. In dieser zweiten Schleuse ist gerade das Gegenteil der Fall. Da sind schon Schiffe drin, dann wird hier aufgemacht, beziehungsweise zuerst wird das Wasser abgelassen, unterirdisch. Und dann wird aufgemacht, die gehen also in Richtung Unterwasser und die gehen in Richtung Oberwasser. Man hat zwei Schleusen, die man auch braucht, weil da viel Verkehr ist an der Donau. So, was brauchen wir noch? Wehre.
Diese Wehre, da sehen Sie nochmal die Hammeln, diese Wehre sind Regulierungsbauwerke. Wenn viel, und dieses hier ist ein festes Wehr, das heißt einfach ein Betonbauwerk. Und wenn viel Wasser kommt, dann wird das Wehr überströmt. Und wenn wenig Wasser kommt, dann steht dahinter das Wasser. Also Wehr reguliert indirekt dadurch, dass es nur überströmt wird bei bestimmten Fällen. Ansonsten sind Wehre in einer normalen Schleuse oder ja, in einem normalen Wehr ist es so, wie auf dieser Seite zu sehen ist, auf der rechten. Sie haben eine Klappe, die geht rauf und runter, das heißt, sie staut oder sie lässt durch. Und diese Klappe ist beweglich. Und damit können Sie regulieren. Links sehen Sie ein sogenanntes Nadelwehr, das ist ein uraltes Wehr, das braucht man heute nicht mehr. Da können Sie regulieren, indem Sie solche Stangen entweder ziehen oder kippen, wie im mittleren Bild. Und je mehr Stangen Sie gezogen haben oder gekippt haben, umso mehr Wasser kommt. Das heißt, Sie regulieren den Wasserstand damit, dass es nicht überströmt wird, sondern dass es immer unter- oder durchströmt wird, wie Sie es brauchen. Außerdem brauchen Sie Dämme. Dämme hier in der Weser, die hat man früher so gebaut, dass man ein Gleis gelegt hat und allen, was Erde betrifft, bewegt wurde mit Loren und einer Lokomotive. Hier auf der rechten Seite sehen Sie Iffezheim nochmal. Diese Dämme sind 10 Meter hoch. Das Wasser hier in diesem Arm wird später ins Kraftwerk fließen und in die Schleuse. Und das in dem Arm wird später ins Wehr fließen. Und wenn das hier durchgestochen ist, haben wir also zwei Strecken, wo Wasser fließen kann. Dort, wo die Schifffahrt ist oder dort, wo das Wehr ist, zur Regulation. Was wir noch brauchen und heute ganz wichtig ist, sind Fischstreben. Die Fische schwimmen zwar den Fluss abwärts, notfalls auch leicht, notfalls auch durch die Turbinen und wenn sie es überleben, aber heute müssen die Fische natürlich selbstverständlich auch nach oben können und dafür braucht man Fischstreppen. Im linken Fall sehen Sie eine solche, die ist dann so lang wie das Bauwerk, das ist halt manchmal nur 20, 30 Meter lang und die Fische müssen da Stück für Stück, Kammer für Kammer hoch können. Das ist aber nicht so einfach, das können nicht alle Fische und deswegen bleiben da viele auf der Strecke. Also baut man hier heute andere Fischtreppen, das ist die von Iffezheim, die ja erst 2003 fertig wurde, haben Sie vielleicht sogar schon mal gesehen. Da gehen die Fische, gehen hier, werden angelockt durch einen Strom und je nach Größe der Fische laufen die in verschiedenen, werden sie verschieden angelockt, aber am Schluss müssen alle Fische und nicht nur die Fische, sondern auch irgendwelche Schnecken, Makrozoobontos, Bontos nennt man das. Das heißt, es muss hier alles, was ins Oberwasser will oder passieren will, muss hier Stück für Stück weitergeführt werden. Dafür braucht das Wasser. Es wird also immer ein bisschen Teil abgegeben. Fischtreppen sind heute wichtig und werden nachträglich überall noch eingebaut. Und natürlich gibt es auch Kraftwerke, die gehören zwar nicht zur Bundesanstalt, beziehungsweise nicht dem Verkehrsministerium, es sei denn, er baut sie und lässt sie dann hinterher bezahlen. Das heißt, wir haben ja einen Stau und den Stau kann man nutzen für die Energie. Hier sehen Sie in Kachlet diese riesengroße Anlage mit 6 Öffnungen. Hier sehen Sie einen Generator, hier sehen Sie eine Turbine, das ist eine vom Neckar. Und dann sehen Sie hier auf der Seite noch, dass ein Kraftwerk hier gebaut wird und hier ein Wehr, das gerade überströmt wird, von dem ich schon gesprochen habe. Wehr und Kraftwerk gehören grundsätzlich zusammen. Und sie sind auch normalerweise nebeneinander. Das war jetzt alles mit dem Fluss. Jetzt kommen wir zu Kanälen. Kanälen, das sind ja, haben ganz andere Voraussetzungen. Sie haben ja kein eigenes Wasser. Sie sind künstliche Gewässer. Und die künstlichen Gewässer, die gehen natürlich quer durchs Land, sind zwar Verkehrswege, aber es handelt sich um reinen Erdbau mit oder ohne Grundwasser. Aber die Kanäle queren ja andere Flüsse, sie queren Bäche, sie queren Eisenbahnen, sie queren Straßen, sie queren Leitungen, Berge und so weiter. Das heißt also, wir haben hier ganz andere Art von Flussverkehr. Was wir natürlich wieder brauchen, sind Schleusen oder Hebewerke. Schleusen, das zeige ich Ihnen jetzt auf dem linken Bild, das ist eine Schleusentreppe in Niederfinow, das ist bei Eberswalde, also im Osten, wo auch die berühmte Hebewerk steht. Da wird es gerade gebaut aus den 20er Jahren. Und diese Schleusen, die würden natürlich Wasser verlieren bei jeder Schleusung. Hier sind das 4 Stück, eine Schleusetreppe.
bei 36 Meter Höhenunterschied. Jeder hat also 9 Meter, weil es wie Schleusen sind. Und wenn da das Wasser nicht irgendwie, es muss gespart werden, wenn man es irgendwie laufen lassen würde, wäre der Kanal ziemlich schnell leer, denn er hat da keinen eigenen Zufluss, also muss man den möglichst schonend mit dem Wasser umgehen. Dafür braucht man Sparschleusen. Hier ist eine berühmte am Dortmund-Ems-Kanal. Und das funktioniert folgendermaßen. Sie haben hier die Schleuse und wenn Sie jetzt das Schiff drin haben, das will jetzt hier runter, 14 Meter tief, wenn Sie jetzt hier das Wasser loslassen, dann lassen Sie es nicht ins Unterwasser los, sondern das Wasser des oberen Teils wird in diese Kammer hier geschickt. Das ist eine Schleusenkammer. Dann wird die Kammer gefüllt, die und so weiter und so fort beidseitig. Dann sparen Sie 70% des Wassers, können Sie auffangen in Sparschleusen. Und wenn Sie jetzt wieder dieses nutzen und das Schiff fährt rein, dann werden diese Kammern einzeln geleert und ein bisschen muss dazugegeben werden. Aber das bisschen ist nur zwischen 20% und 30%. Das sind Sparschleusen. Das war eine alte. Diese Schleuse hier, da hat man Platz für die Schleusen. Es wird also so gemacht, dass man rechts, das ist die Schleuse, und rechts und links sind diese Sparbecken, die werden gefüllt, genau nach dem gleichen Prinzip, aber braucht natürlich einen riesen Platz, also hat man auch Sparschleusen gebaut, wie hier. Das ist die Sparschleuse am Mittellandkanal in Minden. Da wird es ins Gebäude hinein, werden diese Sparbecken gemacht, mit einer ganz komplizierten Geschichte, aber sie brauchen halt dafür viel weniger Wasser, als wenn sie das Sparkammer nicht hätten. Dann gibt es Hebewerke, die funktionieren so, das ist ja ganz klar. Sie haben ein hochstehendes Kanal. Dann schicken Sie, hier ist ein Trog. Der Trog ist jetzt oben, nimmt das Schiff und das Wasser auf und bringt es einfach bis zu 14 Meter hoch, tief. Und es gibt ein Hebewerk, sind sogar 34 Meter. Das heißt, in der Trog geht es nach unten bis zum Unterwasser und da fährt das Schiff wieder raus. Das braucht also praktisch hat kaum Wasserverluste. Rechts ist das entsprechende ältere Hebewerk, das linke ist das neue. Und ein weiteres Hebewerk sehen Sie auf der linken Seite, das ist geht der Mittellandkanal mit diesem Hebewerk runter in die Elbe bei Magdeburg. Und auf dieser Seite hier ist das berühmteste Hebewerk, schon 1933 fertiggestellt. Das ist das Hebewerk Niederfino. Und es wird ja zurzeit Neues gebaut. Das hat eben von hier nach hier sind es die 34 Meter, wird der Druck runtergemacht. Aber damit man da überhaupt hinkommt, Sie sehen, hier ist noch ein Damm, wird eine Kanalbrücke notwendig. Also das Schiff fährt in einer Brücke bis hierher und wird dann mit dem Druck nach unten gemacht. Links sehen Sie den Blick auf das Unterwasser. Da unten rechts sitzt der Trog, Sie können ihn gerade noch erkennen. Und da haben Sie also einen Blick bis auf 34 Meter tiefes an das Wasser. Auf der rechten Seite sehen Sie, das Bild ist 2 Jahre alt. Da sehen Sie an der gleichen Situation. Das Hebewerk ist jetzt hier von 1933 und es wird gerade ein neues gebaut. Das ist Niederfino. Und die alte Schleusentreppe, die sehen Sie hier nur die letzte Stufe hier noch. Und da ging es früher mal durch, alles andere ist verschwunden. Das heißt also, solche Dinge sind wichtig, wenig Wasserverlust im Gegensatz zu Schleusen. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Dämmen. Selbstverständlich brauchen Sie auch hier Dämme. Genau dieses Hebewerk Niederfino zeige ich Ihnen hier nochmal. Da oben sitzt das. Und diese Dämme müssen 34 Meter hoch sein. Denn das ist das Odertal. Das heißt, wir haben hier riesenhohe Dämme, die natürlich auch Gefahren bergen. Und diese Gefahr ist ein Dammbruch gewesen am Main-Donau-Kanal 1979. Und da ist der Kanal natürlich bereichsweise ausgelaufen. Elbe-Seitenkanal war auch sowas mal, 76 schon. Das heißt, wir haben die Gefahr, dass wenn Dämme brechen von Kanälen, das haben wir ja natürlich bei Flüssen nicht, dass unglaublich viel passieren kann. Ja, jetzt
Außer den Dämmen haben sie noch Überführung, Unterführung. Sie müssen ja durch die Straßen, die Eisenbahnen und so weiter, müssen sie ja überall unterführen. Und da zeige ich Ihnen, das bekannteste Beispiel ist die Kanalbrücke in Minden. Sie haben hier den Mittellandkanal, der überquert die Weser bei Minden. Und die Brücke dafür, die man bauen musste, ist immerhin 300 Meter lang. Sie sehen, hier ist die Weser nur ganz kurz, aber sie brauchen, wenn die Hochwasser hat, brauchen sie das Ganze. Bis hierher ist alles überflutet. Was man auch hier noch gut sehen kann, ist ein Bauwerk. Das ist ein Pumpwerk, da muss ich noch drauf eingehen. Aber ich sage es Ihnen jetzt schon, das Pumpwerk hier entnimmt der Weser Wasser und speist es dann in den Mittellandkanal, denn der hat ja kein eigenes Wasser. Und diese Pumpwerke, diese müssen riesengroß sein, weil sie den riesenlangen Mittellandkanal speisen müssen. Jetzt haben Sie hier ein Bauwerk, das ist eine Unterführung einer Straße. Da geht später die Straße durch. Und dieses Bauwerk ist ein Tunnel praktisch und der Kanal, der wird dann drüber gebaut. Das heißt, man macht zuerst dieses Bauwerk und später kommt der Kanal drauf. Und dann kann natürlich die Straße weiterhin benutzt werden. Oder hier, das ist am Nordostseekanal bei Rendsburg, da geht ein Tunnel unter dem Kanal durch, der wird überhaupt nicht berührt. Es wird also bergmännisch vorwärts getrieben, 2-3 Kilometer langer Tunnel, wo dann die Straße unten drunter ist. Was Sie noch brauchen, sind Durchlässe, Dügerbrücken. Durchlässe sind also, ja, das ist ein Bach, der geht hier unter dem Kanal durch und zwar einfach so, weil er die richtige Höhe hat. Da gibt es also das Wasser wird einfach durchgeleitet ohne Druck. Mit Druck gibt es, je nachdem, wie hoch die Wasserunterschiede sind, gibt es, dass ganze Flüsse oder mindestens starke, große Bäche unterführt werden müssen. Das sieht man hier in diesem Bild. Es ist ein Siphon, der hier gebaut wird. Da geht das Wasser rein, dann wird es runtergeführt, da geht es dann auf der anderen Seite wieder hoch. Das heißt, es steht unter Druck. Und wenn der Bach oder der Kanal oder viel Wasser hat, dann müssen es ordentliche, die haben Durchmesser bis über 2 Meter. Links sehen Sie auch so eine Umleitung oder eine Durchleitung. Das wird dann gekippt und das ist die Böschung, da wird es versenkt. Da können Ölleitungen unterführt werden, da können auch Kabel durchgezogen werden und so weiter. Sie brauchen also immer Bauwerke, die den Kanal kreuzen. Zum Beispiel brauchen Sie eine Brücke. Hier sehen Sie eine Brücke, die wird gebaut, bevor der Kanal überhaupt gebaut wurde. Die ist also nicht die Differenz. Von der Brückenunterkante zum Wasser ist meistens nur 3-4 Meter. Im Gegensatz zum Nordostseekanal, das sehen Sie auf der rechten Seite, die Brücke Levensau, dass die Differenz zwischen Wasser und Unterkante der Brücke ist 42 Meter. Warum? Da müssen die großen Dampfer durch. So, dann brauchen wir noch Pumpwerke. Das linke Bauwerk ist im Unterwasser einer Schleuse, Schleuse Anderten, bekannte Schleuse. Und der pumpt einfach das Wasser, das verloren wird, ins Unterwasser, wird einfach wieder zurückgepumpt ins Oberwasser, in den Kanal also. Und auf der rechten Seite sehen Sie mal so Ausmaßen solcher Pumprohre. 2-3 Meter Durchmesser ist das Normale, denn die müssen ja auch manchmal das Wasser bis zu 40 Kilometer transportieren. Jetzt sind wir bei der Kombination aus Fluss- und Kanalbau. Das heißt, es gibt Bauwerke, wo das Wasser umgeleitet wird in eine Schleusenstrecke und eine Wehrstrecke. Ich zeige Ihnen mal anhand der Mosel. Hier fließt die Mosel normalerweise in einer Kurve. Und man hat jetzt gesagt, wir bauen hier ein Wehr und ein Kraftwerk, aber wohin mit dem Wasser? Also bauen die das nicht zunächst, sondern die machen es erstmal hier zu, bauen die Schleuse fertig. Und wenn die Schleuse fertig ist, dann geht alles Wasser durch die Schleuse, das ist dann die Schleusenstrecke, da sind auch dann die Schiffe. Dann machen sie hier zu, dann bauen sie das Kraftwerk und das Wehr. Und wenn das dann fertig ist, können sie hier wieder aufmachen. Also haben sie 2 Strecken zur Verfügung, eine Schleusenstrecke und eine Wehrstrecke. Und da ist wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, das Wehr und das Krafthaus, die sind beieinander. Ja, jetzt zeige ich Ihnen noch in loser Reihenfolge
die Bauwerke zum Speisen, Sperr- und Sicherheitstore, historische Bauwerke und so weiter. Ich werde immer was dazu sagen. Jetzt kommen nur noch Bilder von unserem Bildarchiv. Also erstens eine Talsperre. Dass wir eine Talsperre brauchen, ist natürlich gar nicht so leicht verständlich. Das ist die Eder-Talsperre im Bau. Die hat immerhin über 40 Meter Höhe, wenn sie fertig ist. Sie sehen sie hier im Bau. Sie sehen sie hier fertig mit Kraftwerk 1, Kraftwerk 2 und ein Riesenbecken dahinter. Wenn man baut, muss die Eder natürlich weiterlaufen können. Die wird also hier durchgeleitet während der Bauzeit. Wenn es dann ganz fertig ist, wird es abgeschnitten. Und dann haben wir die Eder, die dann nur noch bei Hochwasser über diese Öffnungen fließen kann. Aber wofür braucht man sowas? Und dass sie mal gesprengt wurde im Krieg, das werden Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben. Also ein Riesenloch, das musste man aber später dann wieder, es war nicht so toll, hat man später wieder gepflegt. Jetzt aber, wofür braucht man eine Talsperre? Das ist eigentlich, das weiß überhaupt niemand, deswegen sage ich es Ihnen. Dieses Wasser, das aus diesem Gespeicher kommt, ein riesiger Speicher, wird gebraucht, um die Weser, wenn sie Niedrigwasser hat, zu speisen. Wobei die Speisung so geht, dass dieses Wasser zunächst mal runde 100 Kilometer über die Weser, dann über die Eder, dann über die Fulda bis zur Weser kommt, ist das Wasser ungefähr 100 Kilometer unterwegs und dann ist die Weser wieder beschiffbar, wenn sie Niedrigwasser hat. Also das ist nur gebaut worden, um die Weser besser schiffbar zu machen, wenn die Weser zu wenig Wasser hat. Es gibt noch eine zweite, ist die Diemel, auch da geht es ungefähr 100 Kilometer. Ist also im Prinzip ganz verrückt, aber sie ist halt notwendig. Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, einen Kanal, bevor der ganz ausläuft, wenn irgendwo was bricht, macht man stückweise, so alle 20, 25 Kilometer, macht man ein sogenanntes Sicherheitstor oder Sperrwerk hin. Das Sicherheitstor wird hier gerade ausgebaut. Sie sehen dann, wie das ist. Ich muss es hier zeigen, das wird ausgebaut. Das wird also, ist in der Erde, oder besser gesagt, es kann runtergefahren werden und dann staut was sich oder es ist unten im Boden drin und lässt den Verkehr durch. Und wenn es wieder hochgezogen wird, so wie hier, dann staut es wieder. Das heißt also, wir verhindern den Ausbau, das Auslaufen eines Kanals mit solchen Sicherheitstoren. Davon gibt es natürlich eine ganze Menge, brauchen wir auch. So ein paar Sonderdinge. Hier irgendein Kaiser weiht die Schleusentreppe Niederfinow ein, 1899. Dann hier wird die Mosel eingeweiht. Da sehen Sie de Gaulle für Frankreich, die Dame Charlotte von Luxemburg für Luxemburg und Heinrich Lübcke, der damalige Bundespräsident. Wir haben dazu Einweihungen. Natürlich gehört die Heiligkeit auch noch dazu. Dann haben Sie hier ein Bild von der Bundesanstalt. Hier ist Dr. Seebohm, der damalige Verkehrsminister, mit dem zweiten Präsidenten der Bundesanstalt. Das heißt, die sind so hohem Besuch. Dann hier ein Sonderbild von diesem Schädel. Warum? In Hameln hat man ja dort gebaut, das habe ich Ihnen vorhin gezeigt, wo vorher jemand gelebt hat, und zwar schon die Eiszeitmenschen. Und da hat man die Knochen gesammelt und alles, was man gefunden hat, und hier dargestellt. Dann haben wir Probleme mit Eis in Flüssen. Wir haben Probleme mit Eis mit eisen Flüssen, wir haben Probleme mit Eis an Wehren, die vereisen nämlich, muss man das Eis abkratzen. Wir haben Probleme mit dem Hochwasser. Das ist eben, irgendwas ist übergelaufen, nämlich meistens ein Fluss. Und wir haben Probleme mit Havariereste, das heißt Schiffe gehen unter und müssen entfernt werden. Es gibt auch Brücken nach dem Krieg, die gesprengt wurden, die müssen auch entfernt werden. Sonst kann man natürlich nicht mehr fahren. Dann haben wir hier ein Sicherheitsproblem. Dieser Mensch, den Sie da oben sehen, der ist in 40 Meter Höhe. Völlig ungesichert läuft er da oben rum. Das heißt, man hat Sicherheitsaspekte heutzutage völlig andere als damals. Damals sind ja auch viele gestorben. Dann hier noch Besuch. Sie sehen an diesen Herren, dass sie nichts mit dem Bau zu tun haben, direkt mit dem Bau zu tun. Die wollen nur sehen, was die anderen tun. Die anderen, das ist zum Beispiel Minden, die Kanalbrücke, die erkennen Sie leicht an der Kleidung. Und sobald einer auftaucht mit dem Zylinder, dann ist das ein Bauaufseher, das heißt die besseren Leute. Da hat sich mal einer hingestellt, das ist vom Pumpwerk eine Leitung, die hat also so ungefähr 2 Meter, der Mann ist also nicht so klein, wie er hier zu sein scheint. Und dann haben wir als letztes noch ein Problem, dass wir zu viel Wasser haben, zum Beispiel im Rhein. Dann muss das Wasser irgendwo hin, in die sogenannten Pulder. Das kennen Sie aus Karlsruhe, ständig wird um Pulder
gestritten. Auf der Seite ist der Polder in Kehl genutzt. Das ist der Rhein, das ist die Staustufe Straßburg. Wenn die zu viel Wasser haben, Hochwasser, dann schicken sie es in den Restrhein, der ja noch da ist auf deutscher Seite. Und dann wird hier ein Becken gebaut, das ist Kulturwehr Kehl, das sowohl, wenn es als Kulturstau gilt, erhöht es das Grundwasser, das vorher abgefallen war, oder es wird zugemacht, dann ist es ein Hochwasserrückhaltebecken. Das ist ein Hochwasserrückhaltebecken der Staustufe Iwetzheim. Das ist der Polder der Moder, der ja ganz nah bei Iwetzheim liegt, gefüllt durch einen so einen Siphon. Das heißt, also, da wird Unterdruck, dann kommt Wasser hoch und dann läuft das, wie wenn Sie ein Fass aus mit einem Schläuchchen leerlaufen lassen, wird hier ein Polder gefüllt, um das Hochwasser abzuhalten. Ja, was wir noch haben, sind Häfen. Wir haben noch Landeanlagen bzw. Anlagen, wo die Schiffe warten. Dann haben wir noch Regulatoren des Schiffsbetriebs. Links ist ein Bingerloch von früher. Wenn die Flagge blau, rot, schwarz war, durfte keiner mehr aufwärts fahren. Dann hier ist an der Elbe noch ein Signalturm. So, und jetzt nochmal zurück zum historischen Bildarchiv. Ja, dieser Bildband zum 70-jährigen Jubiläum der BRW, den Sie hier sehen, der ist entweder frei verfügbar und downzuladen. Das können Sie machen mit der angegebenen Adresse. Oder Sie können bis morgen, dem 7. Oktober, eine Mail schreiben an effekte@wissenschaftsbüro.karlsruhe.de. Da werden nämlich bis zu 100 Stück verlost. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass der Vortrag Ihre Neugierde geweckt hat für das, was die Bundesanstalt so alles mitbetreut. Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern an dieser ganzen Geschichte. Ich mache das hier nicht alleine, aber mein besonderer Dank gilt der Frau Schulz, die meine Nervosität immer ertragen musste, und der Frau Beuter, die Präsentation zusammengestellt hat und damit auch einige Mühe auf sich genommen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen. Liebes Publikum, vielen Dank für Ihre Teilnahme am Wissenschaftsdienstag Effekte hier in der Karlsruher Oststadt im Café Nun. Und hier senden wir auch das nächste Mal wieder für Sie zu einem weiteren spannenden Thema: Neues Lernen, Arbeiten und Wirtschaften. Am 3. November, Wissenschaftsdienstag um 19.30 Uhr wieder auf YouTube und auf effekte-karlsruhe.de. Unter anderem dabei Experten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der Hochschule für Ökonomie und Management und Experimenta, dem Science Center in Heilbronn. Ich freue mich, Sie dann wiederzusehen. Mein Name ist Hanna-Sophie Lüke und sage bis bald.